Auch von mir erst nochmal herzlich willkommen an alle hier bei Servet Media in Wiesbaden. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Jakob Löhnertz, ich bin 22 Jahre alt, Student und arbeite hier als Entwickler. Genau. Heute geht es, wie der Titel ja schon verrät, mit der Kryptowährung IOTA in die Zukunft der Maschinenökonomie. Das ganze Thema lässt sich eigentlich recht gut in zwei Teile teilen. Nämlich zunächst schauen wir uns an, was ist die Kryptowährung IOTA, was sind so die Besonderheiten, Hauptmerkmale, Funktionalitäten. Und dann der zweite Teil quasi anwendungsorientiert, also der erste ist eher technisch. Wie kann IOTA eingesetzt werden für Maschinenökonomie, Maschinenkommunikation etc. Genau. Ich würde Sie bitten, wenn es Fragen gibt, sich die auf dem Smartphone, Papier, wie auch immer, zu notieren oder irgendwie zu merken und am Ende zu stellen. Ich habe mich eigentlich nur dafür entschieden, weil ich sonst befürchte, dass viele Fragen gestellt werden, die sowieso geklärt werden im Laufe des Talks, weil es halt ja recht ein Thema ist, wo vielleicht viele noch nichts drüber wissen. Die Folien sind alle durchnummeriert, das heißt, schreiben Sie am besten die Foliennummer auf, dann sollte das, ja, genau. Aber die Diskussionsrunde, Fragerunde ist auf jeden Fall fest eingeplant. Genau, legen wir auch direkt los. Erstmal beginnen wir mit einem, oder ja, was ist so der Status quo im Feld der Kryptowährung? Dieses Jahr der Bitcoin als erste und, der Screenshot ist sehr klein, aber ist eigentlich auch nicht sonderlich wichtig. Als erste und älteste Kryptowährung wird dieses Jahr im Oktober 10 Jahre alt. Aber seitdem sind natürlich reichlich andere Währungen dazugekommen und gerade in den letzten 2 Jahren enormer Boom an vielen Währungen. Ich habe hier einen Screenshot mitgebracht der Seite coinmarketcap.com. Ich habe das mal hier oben vergrößert, weil das ist der wichtige Teil, der uns interessiert. Diese Seite versucht, alle ihr möglichst bekannten Kryptowährungen, was mehr oder weniger alle sind, die irgendwie im Umlauf sind, zu listen und halt nach ihrer Marktkapitalisierung zu sortieren. Was ist Marktkapitalisierung? Einfach nur eine Metrik quasi, die sich errechnet aus dem aktuell im Umlauf befindlichen Menge eines Guts multipliziert mit dem aktuellen Handelspreis. Das ist eine Metrik, die jetzt nicht irgendwie auf Kryptowährungen beschränkt ist. Das kann man prinzipiell natürlich mit jedem Gut berechnen und gibt es auch seit 100 Jahren. Genau. Und diese Liste versucht, oder diese Seite sortiert quasi die Währungen, aber um halt quasi einen Einblick zu bekommen nach Relevanz, Größe etc. Das ist natürlich nur eine Metrik, um das zu messen. Und verfälscht teilweise das Bild ein bisschen, aber es ist eigentlich eine ganz gute, um mal so einen groben Einblick zu bekommen, welche Währungen wie groß und relevant sind. Genau, jetzt sehen wir hier unter anderem zum Beispiel Sachen wie oben den Gesamtmarketcap von, das ist schon ein paar Tage alt, der Screenshot, aber es hat sich nicht so viel geändert, 500 Milliarden US-Dollar aller Kryptowährungen zusammen, die es gibt oder die hier gelistet sind. Wir sehen außerdem, was vielleicht ganz interessant ist, der Bitcoin hat ganz rechts die Zahl, aktuell einen Anteil davon von ein bisschen mehr als ein Drittel. Das war mal deutlich höher, also noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren, war das deutlich über 50%. Also fällt immer mehr, das heißt, wir sehen, es kommen immer mehr Altcoins, also alternative Coins, die nicht der Bitcoin einfach sind, also alle anderen quasi werden dazu gezählt, in den Markt dazu und gewinnen quasi an Marktkapitalisierung und werden immer größer. Was aber eigentlich vielleicht noch relevant ist oder da am interessantesten ist, ist ganz links die Zahl, nämlich die Gesamtzahl. Wir sehen, es sind mehr als 1500 da gelistet. Da stellt sich natürlich nun die Frage, wie auch der Titel ja der Folie schon so ein bisschen verrät, ist bewusst provokant formuliert, gibt es zu viele Kryptowährungen? Die Frage muss man natürlich nicht beantworten und kann ich auch nicht beantworten. Was allerdings definitiv so ist, es gibt halt viele. Und gelinde gesagt sind natürlich bei dieser Menge viele davon Müll, mehr oder weniger. Also haben Sicherheitsprobleme, haben irgendwie oder wollen einen Use Case lösen, dem es eigentlich keine Lösung bedarf. Oder was leider auch immer wieder gibt, sind einfach irgendwie Betrugsversuche. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele sinnvolle Sachen und eine davon werden wir uns heute anschauen. Was zuletzt hier noch ganz interessant vielleicht ist, ich fürchte, man kann es wahrscheinlich kaum erkennen, aber macht eigentlich nichts. In diesen ersten 21, die jetzt hier auf den Screenshot gepasst haben, ist der Großteil Blockchain-basiert. Jetzt werden viele von Ihnen vielleicht sagen, ja, das ist doch der Sinn von der Kryptowährung unter Umständen. Das ist nicht per se Sinn oder vorgegeben bei einer Kryptowährung. Das Wort an sich hat ja nichts mit Blockchain erstmal zu tun. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Großteil, auch nach diesen 21 geht das so weiter, haben Blockchain-Technologie quasi als ihre Grundlage. Das sind hier namentlich die nicht Blockchain-basiert sind, auf Platz 3 Ripple, was nicht wirklich eine Blockchain ist, und auf Platz 10, worum es heute gehen wird, IOTA. Genau. Dann habe ich erstmal ganz kurz zum Einstieg, weil sonst
Ich befürchte, dass, wenn ich jetzt viele Sachen erläutere, ja, schnell die Frage aufkommt, was ist eigentlich diese Währung, was will sie machen? Deswegen ganz kurz hier das Mission Statement der IOTA Foundation, was das ist, komme ich gleich noch zu. Das besagt, IOTA is a revolutionary new transactional settlement and data transfer layer for the Internet of Things. Also ja, zu Deutsch so viel wie ein, ja, eine Datenaustauschschicht und ein Transaktionsnetzwerk für Geräte des, ja, Internet of Things, Internet der Dinge, wie man im Deutsch vielleicht sagen würde. Heißt, es geht um, was ja aus dem Titel auch schon hervorging, um Machine-to-Machine-Kommunikation. Wichtig ist es nur insofern, als dass die Währung damit nicht primär gedacht ist, um irgendwie sich einen Kaffee oder so zu kaufen, was ja, oder ich, also Sie wissen, was ich meine, um irgendwie, ja, Transaktionen in der Art und Weise zu regeln, sondern hat ganz klaren Fokus auf Internet of Things Geräte ja, und dem Austausch dazwischen. Das heißt nicht, dass das andere irgendwie unmöglich wäre oder irgendwie missbilligt wäre oder so, aber ja, ist einfach nicht der Fokus. Genau. Dann ganz kurz nur zur IOTA Foundation. Was ist das? Die IOTA Foundation, also erstmal allgemein, IOTA existiert seit 2015 oder wurde da halt veröffentlicht. Und seit Sommer letzten Jahres gibt es, oder wurde die IOTA Foundation gegründet. Ist eine eingetragene Stiftung mit Sitz in Berlin, die quasi die Fortentwicklung, Planung etc. der Währung ja, durchführt. Also es gibt 5 Hauptentwickler, die das ursprünglich gestartet haben, inzwischen deutlich größer, und wir sehen auch, es gibt jetzt, oder es gibt dann inzwischen viel mehr Leute, die noch irgendwie beratende Tätigkeiten und Kram machen. Ja, und kümmert sich einfach um die Fortentwicklung der Währung und ist halt eine Non-Profit-Organisation, also verfolgt keine kommerziellen Hintergedanken, und die quasi die Gehälter der Mitarbeiter werden nur durch, also es wurde ursprünglich mal bei der Gründung von einfach Community-Mitgliedern halt IOTA gespendet an die Foundation, aber sie, also es gab kein vorherweg reserviertes ja, Geld quasi. Das heißt, es basiert alles auf Spenden und wie gesagt Non-Profit. So, jetzt schauen wir uns an, was IOTA primär vor allem anders macht. Denn es macht eigentlich mehr oder weniger alles anders, als Sie es vielleicht von Kryptowährungen, die Sie kennen, ja, gewohnt wären. Was wir eben schon gehört haben, wie gesagt, es ist nicht Blockchain-basiert, was eine ziemliche Eigenheit ist und wie gesagt relativ selten. Außerdem existieren keine Transaktionsgebühren. Und mit keine Transaktionsgebühren meine ich auch wirklich keine, nicht irgendwie wenige Cent oder so, sondern keine. Und das Protokoll sieht auch vor, dass es nie welche geben wird. Wie das funktionieren kann, werden wir jetzt im Laufe des Talks natürlich sehen. Es ist außerdem, hat es prinzipiell deutlich schnellere Transaktionszeiten, als es Blockchain-basierte Währungen bieten könnten. Sehen wir auch gleich, warum. Und zu guter Letzt ist es, das ist jetzt kontrovers, mir klar, unendlich skalierbar, theoretisch. Warum theoretisch? Also theoretisch unendlich skalierbar, ist mir auch klar, ist ein bisschen schwachsinnige Aussage. Sie werden aber gleich sehen und mir sicherlich zustimmen, warum sich quasi ergibt, dass es unendlich skalierbar ist. Theoretisch sage ich einfach nur deswegen, weil im Vergleich zum Bitcoin beispielsweise das einfach noch nicht so lange im Umlauf ist und nicht, ja, battle-tested, ich weiß kein besseres deutsches Wort, als dass man davon, dass man sagen könnte, okay, es funktioniert wirklich. Aber ich werde gleich erklären, wie das Ganze zustande kommt. Genau, dann schauen wir uns basierend auf den 4 Punkten, die wir eben gesehen haben, ja, mal so die Hauptmerkmale der Währung an. Wie gesagt, haben wir eben schon gehört, es basiert nicht auf einer Blockchain. Also wenn wir jetzt hier vielen sicherlich bekannte Währungen wie den Bitcoin oder Ethereum uns anschauen, halt Blockchain-basiert. IOTA dagegen basiert auf einem DAG, DAG, wie man es mal aussprechen will, einem Directed Acyclic Graph. Also einem, ja, Graphen aus der Graphentheorie, der ja, halt, also deutsch so viel gerichtet, nicht zyklischer Graph. Also soll heißen, wir haben Knotenpunkte, wie wir es immer in Graphen haben, und halt die Kanten dazwischen haben aber quasi, wenn man es visualisiert, Pfeilspitzen. Das heißt, es ist relevant, in welche Richtung quasi, ja, die Kante zeigt. Genau. Und nicht zyklisch halt, also einfach nur heißen, ich komme von einem Knotenpunkt nie wieder zu diesem zurück. Also ich kann quasi nicht mich im Kreis bewegen, was bei normalen Graphen natürlich prinzipiell möglich ist und der Fall ist. Warum das unten das Wort Tangle steht, einfach nur deswegen, das ist letztendlich der Marketingbegriff der IOTA Foundation für dieses Konstrukt. Und das ist quasi die komplette technische Basis der Währung. Ist insofern wichtig, als dass Sie, wenn Sie jetzt irgendwie irgendwas über IOTA lesen, einen Artikel oder irgendwie darüber googeln, werden Sie selten bis nie irgendwie Directed Acyclic Graph irgendwo lesen, sondern halt Tangle. Aber es ist einfach nur der Begriff dafür. Also zusammenfassend lässt sich sagen, der Tangle ist für IOTA das, was die Blockchain halt für den Bitcoin ist. Genau. Jetzt würde ich gerne einen kurzen
Exkurs machen nochmal, was eine Blockchain ist. Ich versuche mich so kurz zu halten wie möglich. Ich habe mich nur dafür entschieden, das zu tun, weil sonst gleich, wenn ich halt erkläre, was macht IOTA anders etc., sicherlich welche im Publikum sind, die nicht einfach im Detail wissen, was eine Blockchain tut und dann ich unter Umständen halt abhänge. Das möchte ich nicht, deswegen ein kurzer Exkurs. Für die Leute, die schon 100-mal gehört haben, was eine Blockchain ist, ich wechsle sie wieder auf, wenn der Exkurs fertig ist. Genau, also das ist jetzt wichtig vorweg auf den Bitcoin fokussiert, weil einerseits die größte Währung mit Abstand ist und die sicherlich viele kennen, aber auch, weil technisch gesehen sich eine Sache teilt mit IOTA, die ich deswegen sonst sowieso erklären müsste. Nur bevor sich irgendwie jemand auf die Barrikaden steigt, weil es gibt viele Dinge, die andere Blockchain-basierte Währungen wieder anders tun. Also die Grundidee ist erstmal, wir haben halt Blöcke, die immer den vorhergehenden Block in sich referenzieren. Das heißt, dadurch erhalten wir halt diese Kette, die Blockchain. Was ist ein Block? Ein Block ist letztendlich einfach nur eine Liste mit Transaktionen, die durch diesen Block, alles gut, quasi bestätigt werden oder damit halt getätigt wurden. Also das, in dem Moment, wo der Block entsteht, fließen die Bitcoin oder die monetären Mittel halt dann von der einen Adresse zur anderen. Genau, im Fall von Bitcoin oder eigentlich nicht nur im Fall von Bitcoin, immer bei Blockchain-basierten Währungen haben wir natürlich irgendeine bestimmte Größe für einen Block. Bei Bitcoin ist das 1 Megabyte, andere Kryptowährungen komplett andere Größen, also wie gesagt, das ist jetzt sehr spezifisch. Aber wir haben immer natürlich irgendeine feste Größe. Das heißt im Fall von Bitcoin zum Beispiel, dass etwa 2000 Transaktionen in einen Block reinpassen, sind ein bisschen mehr, aber um es einfacher zu machen, bleiben wir mal 2000, die damit halt dann bestätigt werden. So, was passiert jetzt? Es gibt halt Miner quasi, die also keine Clients sind, also das hat sicherlich ja schon mal jeder gehört, und nun Proof of Work durchführen, um den Block zu bestätigen. Wie funktioniert das Ganze? Ganz kurz nur. Wir fassen quasi die ganze Liste an Transaktionen zusammen, in letztendlich eine Zeichenkette, und fügen hinten eine Zahl an, eine sogenannte Nonce, Number Used Only Once, mit der wir dann einen Hashwert berechnen. Was ist ein Hashwert? Also es gibt Hash-Funktionen und wir können eine Zeichenkette beliebiger Länge, also ja, egal wie lang, durch die Funktion halt ja, jagen letztendlich und erhalten hinten raus eine Zeichenkette mit dann fixer Länge. Also genau. Und wichtig ist vor allem, wir erhalten immer dieselbe Zeichenkette. Also weiß nicht, das Wort Hallo wird in einer bestimmten Hash-Funktion immer exakt denselben Ergebnis-Hash quasi liefern, egal wo ich das ausführe, solange es dieselbe Funktion ist. Und was außerdem wichtig ist, sehr wichtig ist, das Ganze ist halt nicht zurückführbar. Also wenn ich den fertigen Hash habe, solange die Funktion nicht irgendwie geknackt wurde, was es auch immer mal wieder gab, habe ich keine Möglichkeit quasi von dem Hash wieder zurückzuführen, was war der Input quasi. Genau, das wird jetzt hier zunutze gemacht, indem ich halt die Transaktion, wie gesagt, zu einer Zeichenkette zusammenfasse und hinten, wir fangen mal mit der Zahl 1 zum Beispiel an, hinzufüge und den Hashwert berechne. Jetzt gibt das Protokoll vor, dass der Hashwert mit einer gewissen Anzahl an Nullen beginnen muss, um quasi, dass der Block als gefunden gilt. Heißt, es ändert sich und ist vor allem auch nicht ganz akkurat, aber fürs Verständnis sagen wir mal 10 Nullen. So, jetzt beginnen wir mit der Zahl 1 hinten, berechnen den Hashwert, das beginnt dann vielleicht mit 4 Nullen. Erhöhen wir auf 2, wir können auch prinzipiell irgendwie zufällige Zahlen nehmen, berechnen wieder, das fängt dann vielleicht mal mit 8 Nullen an und immer so weiter, bis wir irgendwann einen Hashwert oder besser gesagt eine Nonce gefunden haben, die einen Hashwert ergibt, der mit der gewünschten Anzahl an Nullen beginnt. Genau, in dem Moment gilt der Block halt als ja, gemeint, gefunden, wie auch immer man sagen möchte, und die Transaktionen da drin sind bestätigt und damit ja, abgewickelt. Was machen jetzt die Miner? Machen halt alle die ganze Zeit das Gleiche. Also wir müssen uns überlegen, wir haben halt enorm viele Miner und inzwischen auch sehr viel Computing Power, speziell jetzt im Bitcoin-Netzwerk. Und die Miner machen nichts anderes, als die ganze Zeit natürlich jetzt nicht einen Hash nacheinander zu probieren, sondern oder schon letztendlich, aber mit heutigen speziell noch dafür extra gedachten Prozessoren halt mehrere tausend, vielleicht sogar Millionen Hashes pro Sekunde berechnen, um den richtigen halt zu finden. Nichtsdestotrotz gibt das Protokoll halt vor, wieder Bitcoin-spezifisch, dass zwei Blöcke 10 Minuten Pi mal Daumen auseinander liegen sollen. Das ist natürlich nicht hundertprozentig beeinflussbar, weil manchmal wird schneller der richtige Hash gefunden, manchmal langsamer. Aber wir haben so eine sogenannte Difficulty, also eine Schwierigkeit letztendlich, die in einem gewissen Abstand erhöht und erniedrigt wird, je nachdem, wie viel Computing-Power da ist. Mit dem Sinn, dass sich das wieder auslevelt auf etwa 10 Minuten. Heißt, es kommen jetzt neue Miner dazu. Dann sagen wir zum Beispiel, statt wir brauchen jetzt 10 Nullen, brauchen wir vielleicht 11 Nullen. Das heißt, das Ganze wird schwerer. Wir haben aber auch mehr Leute, die probieren, das zu lösen. Das heißt, es levelt sich wieder aus auf 10 Minuten.
Es gibt auch wieder komplett andere Verfahren, Proof of Stake zum Beispiel, was wieder komplett anders funktioniert, aber wir bleiben jetzt hier mal bei Proof of Work, weil wir es, wie gesagt, bei IOTA in komplett anderer Weise aber auch brauchen. Genau, das Letzte, was noch wichtig zu wissen ist dazu, ist, die Miner haben die freie Wahl, welche Transaktionen sie in den nächsten Block halt inkludieren möchten quasi. Ja, das erstmal nur dazu soweit. Genau, das wäre es dann mit dem Exkurs. Also alle, die jetzt irgendwie das, schon 100 Mal gehört haben, können wir aufwachen. Wir machen mit dem eigentlichen Thema weiter. Genau, das heißt, wir kommen zum nächsten Punkt, den wir eben ja gesehen hatten. Wir haben bei IOTA keine Transaktionsgebühren. Da schauen wir uns aber jetzt erstmal nochmal an, dass wir klassischerweise halt bei Blockchain-basierten Sachen, was heißt hohe, ist natürlich subjektiv, aber per Definition Transaktionsgebühren haben werden. Denn, Sie müssen sich überlegen, dadurch, dass wir quasi, dass es zwei verschiedene Aufgaben, oder was heißt Aufgaben, zwei verschiedene Arten von Nutzern gibt, einerseits halt Clients, die eher ihre Transaktionen tätigen wollen und auf der anderen Seite die Miner, wird per Definition immer bestehen bleiben, das Problem, ich weiß nicht, würde es nicht Problem unbedingt nennen, aber die Tatsache ist wahrscheinlich das bessere Wort, dass wir die Miner halt irgendwie entlohnen müssen quasi, weil keiner macht das aus intrinsischer Motivation heraus, irgendwie seinen Rechner den ganzen Tag und Nacht laufen zu lassen oder eine ganze Farm von Rechnern. Und deswegen ja, brauchen die Entlohnung. Jetzt gibt es beim Bitcoin und auch bei vielen anderen zwar, wenn man den Block findet, schon quasi einen Block-Reward, also eine Belohnung, dass man Bitcoin oder halt die andere Währung bekommt. Allerdings läuft das Ganze irgendwann mal dahin, dass wir halt alle Coins gemeint haben und dann existieren nur noch die Transaktionsgebühren als quasi Einnahmequelle für einen Miner. Ja, damit hat sich dann zwangsläufig mehr oder weniger irgendwann ergeben, speziell beim Bitcoin wurde das Ganze ziemlich absurd gegen Ende letzten Jahres, dass die Transaktionsgebühren halt enorm in die Höhe geschossen sind. Weil wir müssen uns überlegen, alle Transaktionen haben letztendlich ein Ziel, nämlich in den nächsten Block mit eingeschlossen zu werden. Das heißt, wir haben jetzt tausende Leute, die das Transaktionen, die in den nächsten Block wollen, aber halt nur 2000 Plätze quasi. Das heißt, wie hat man sich drum gestritten, wer in den nächsten Block kommt, halt wer die höhere Transaktionsgebühr hat, weil die Miner sind ja auch nicht dumm und nehmen halt das, was ihnen am meisten Geld halt liefert, logischerweise. Das heißt, wir sehen, was hier an der Seite dann quasi die Transaktionen, in dem Fall jetzt mal sortiert nach der Transaktionsgebühr, der sogenannte Mempool, also Memory Pool, quasi wo alle Transaktionen, alle unbestätigten Transaktionen drin liegen und auf Bestätigung halt warten. Genau, und da haben sie sich dann halt ergeben, wie gesagt, speziell beim Bitcoin, dass es gegen Ende letzten Jahres teilweise 50 Dollar Transaktionsgebühren pro Transaktion gab. Also Leute, das gezahlt haben. Und Zeiten auch gab, wo man nicht deutlich unter 5 Dollar seine Transaktion überhaupt in einer okayen Zeit durchs Netzwerk bekommen hat. Das heißt, wenn wir uns überlegen, ich meine, das ist jetzt kein Ziel, der wirklich der Bitcoin-Core-Entwickler oder so, aber häufiger als Use Case genannt, okay, ich will da irgendwie was mit einkaufen oder gehen oder so. Wenn wir uns dann überlegen, okay, wir kaufen für 1 Euro was und müssen 5 Euro Transaktionsgebühr zahlen, ist das halt relativ witzlos. Es gibt sowohl von Bitcoin als auch von Ethereum, wo das ganze Problem schon immer deutlich geringer war, verschiedenste Lösungen, um halt das ja, abzumildern, die teilweise schon im Einsatz sind und teilweise ja, demnächst veröffentlicht werden sollen. Aber aktuell ja, nicht unbedingt. Worum es mir aber eigentlich viel mehr noch geht, ist, dass wir halt einfach, was ich eben schon gesagt habe, immer bei diesem Design mit, okay, Leute machen für uns die Arbeit, die Transaktionen zu bestätigen, werden wir per Definition immer Gebühren haben. Ob die jetzt irgendwie ein Cent sind oder 5 Euro, ist egal, wir werden halt immer welche haben, weil keiner wird das halt, wie gesagt, einfach so machen. Genau. Was wir halt außerdem haben, ist wieder natürlich sehr subjektiv, lange Transaktionsdauer bei Blockchain-basierten Währungen. Wie gesagt, das ist so deutlich unterschiedlich. Also es kommt natürlich darauf an, wie lang die Zeit zwischen zwei Währungen sind. Viel wichtiger auch da ist eigentlich nur, auch hier haben wir einfach per Definition immer irgendeine Wartezeit. Also wenn wir uns überlegen, jetzt beim Bitcoin sind es halt quasi, nicht unbedingt 10 Minuten, wenn ich kurz vor dem nächsten Block stehe, dann sind es auch weniger, aber ich muss halt, also zwei Blöcke werden immer 10 Minuten halt auseinander liegen. Plus es kommt noch dazu, dass wir halt bei vielen Blockchain-basierten Währungen, man sagt, das kommt auf die Währung wieder an, aber nach quasi 5 darauffolgenden Blöcken, also quasi 6 Bestätigungen, es ist unmöglich wird, die Transaktion quasi, ungültig ist, beziehungsweise zurückgeführt wird. Heißt, beim Bitcoin wäre das dann 6 mal 10 Minuten, eine ganze Stunde sogar an Wartezeit, bis der Gegenüber sich wirklich sicher sein kann, okay, ich hab die Bitcoin erhalten und die andere Person kann mich nicht mehr über den Tisch ziehen. Das heißt, 6 Minuten Wartezeit, ja, ist fraglich. Was ich jetzt noch ganz kurz hier habe, ist mit Vorsicht zu genießen, das weiß ich auch, sind noch maximal gemessene Transaktionen pro Sekunde bei 2 Kryptowährungen und 2 klassischen Transaktionsnetzwerken quasi. Bei Bitcoin sind es einfach, wenn wir uns überlegen, wir haben alle 10 Minuten 2000 Transaktionen, sind es etwa 7 pro Sekunde.
Also TPS steht für Transaktion pro Sekunde, Transactions per Second. Bei Ethereum aktuell 20, das wird aber deutlich höher dann noch, wenn Raiden heißt es, neues Funktion quasi kommt. Die zwei letzten, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. PayPal hat angegeben, letztes Jahr zum Black Friday seinen bisher maximalen Durchsatz, wie auch immer, von 400 Transaktionen pro Sekunde abgewickelt zu haben. Und Kreditkartenunternehmen Visa gibt sogar an, in Stoßzeiten 4000 Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln. Natürlich, wie gesagt, ist mir auch klar, sind die zwei letzten Zahlen insofern kritisch, weil wir uns halt überlegen müssen, erstmal, das sind geschlossene Quellen, also ich meine, es kann keiner beweisen, dass das wirklich so ist. Und es ist auch einfach bei den zwei Sachen nicht klar, ab wann gilt eine Transaktion als bestätigt. Also ich bin mir relativ sicher, dass zum Beispiel die Zahl von Visa halt angibt, okay, wir haben 4000 pro Sekunde, aber effektiv mal abgewickelt werden die natürlich, oder nicht natürlich, ich weiß es selber nicht, weiß keiner wahrscheinlich, nach und nach halt erst. Das heißt, ja, warum ich es einfach nur hier den hingepackt habe, ist einfach, gibt halt natürlich hier eine ziemliche Diskrepanz dazwischen, was einfach potenziell möglich ist, unabhängig davon, wie akkurat jetzt die zwei letzten Zahlen sind. Genau, was mir hier abschließend noch wichtig ist, das ist jetzt gar nicht so gemeint irgendwie, dass ich speziell die zwei Währungen, die jetzt hier aufgelistet sind, Bitcoin und Ethereum, irgendwie schlecht dastehen lassen will. Gerade Ethereum, super Plattform. Aber mir geht es eigentlich mehr darum, gleich zu sehen, was macht IOTA anders. Also ist gar nicht jetzt negativ gegen irgendwelche Blockchain-basierten Sachen gemeint, weil ich meine, die Blockchain, super Idee, keine Frage. Genau, kommen wir noch zum letzten Punkt, der Skalierbarkeit. Fangen wir wieder hier mit der Blockchain an. Wir müssen uns einfach überlegen, diese Zeichnung, ganz kurz vorweg, diese Zeichnung ist aus einem Grund nicht so 100% akkurat. Ich werde aber erklären, warum ich das so gemacht habe. Denn auf der linken Seite sind quasi die Quadrate einzelne Transaktionen und dann ab der Mitte und rechts quasi ein ganzer Block mit halt mehreren tausend Transaktionen drin. Aber das ließ sich so am besten visualisieren, nur bevor sich jemand wundert oder beschwert. Genau. Jetzt haben wir natürlich, oder werden wir bei Blockchain-basierten Technologien immer das Problem haben, dass wir halt viele Transaktionen haben, die gerne in den nächsten Block rein würden, es aber halt im Beispiel von Bitcoin halt nur 2000 Plätze gibt. Das heißt, wir haben einen enormen Flaschenhals und ein Nadelöhr halt in der Mitte. Ich denke mal, das ist einleuchtend. Ende letzten Jahres gab es teilweise Zeiten, wo mehrere hunderttausend Transaktionen, unbestätigte Transaktionen beim Bitcoin in diesem Mempool waren, also in dem rechten Teil, und alle eigentlich nur in den nächsten Block halt wollten und es halt ewig gedauert hat für Transaktionen, die geringe Transaktionsgebühren hatten, teilweise Wochen, bis die abgewickelt wurden. Einfach nur, weil halt der Platz in dem Block so gering ist, ja, und dieser Flaschenhals entsteht. Dahingegen haben wir beim Tangle von IOTA ein anderes Bild, denn die Funktionalität ist halt komplett anders. Wir sehen hier, sind jetzt Quadrate, wirklich Einzeltransaktionen, und wir sehen, eine Transaktion zeigt immer oder referenziert immer mindestens zwei andere Transaktionen. So, wie funktioniert das Ganze? Als ich es erstmals gehört hatte, dachte ich mir auch so, also habe ich mir gedacht, oh, das ist eigentlich voll die easy Idee, hätte man auch drauf kommen können, ja, bin ich aber natürlich nicht. Aber meiner Meinung nach einfach wie auch geniale Idee. So, das Ganze funktioniert einfach nur so, dass wir stellen uns einen Topf, eine Schüssel vor mit Tischtennisbällen drin und jeder ist halt eine unbestätigte Transaktion. So, und was das IOTA-Protokoll jetzt vorgibt, ist, wenn ich eine Transaktion tätige, muss ich zwei unbestätigte Transaktionen, oder ich muss nicht, werden wir gleich noch zu kommen, aber es ist so vorgesehen, zwei unbestätigte Transaktionen quasi referenzieren in meine eigenen und damit bestätigen, dass sie halt getätigt wurden. Heißt, es passiert Folgendes, ich nehme zwei aus dem Topf raus und tue sie in den Topf mit dem Bestätigten und tue meine eigene, dann ja unbestätigte, neue Transaktion in den Topf rein. Das heißt, ich habe zwei rausgenommen, nur eine neu wieder reingetan. Da ergibt sich jetzt schon direkt, wo der Clou ist. Ich habe einfach mit steigender Anzahl an Transaktionen, mit steigender Anzahl an Nutzern immer mehr bestätigte Transaktionen. Also es ist genau das konträre Bild als jetzt bei einer Blockchain-basierten Lösung oder beim Bitcoin speziell, wo wir halt, je mehr User wir haben, desto länger dauert es quasi für eine Transaktion abgewickelt zu werden, weil halt, ja, der Block hat eine bestimmte Größe und es gibt immer mehr Leute, die da rein wollen und es passt halt irgendwann nicht mehr. Das komplett gegenteilige Bild haben wir halt bei IOTA. Je mehr Nutzer wir haben, desto mehr Transaktionen werden auch bestätigt, da wir halt immer zwei bestätigen, nur eine neue unbestätigte dazu packen. Das heißt, es wird quasi immer schneller, je mehr Nutzer wir haben, was erstmal komisch halt vielleicht wirkt. Das heißt sogar auch, dass uns sogar eigentlich auch Spam zugutekommt, weil selbst irgendwie Transaktionen, die ja getätigt wurden und nicht wirklich Nutzen oder so haben, müssen auch dadurch quasi, dass sie zwei andere bestätigen. Das heißt, selbst Spam-Transaktionen kommen dem Netzwerk quasi zugute und verschnellern es. Genau.
Schauen wir uns noch kurz an, was Besonderheiten einer Transaktion von IOTA sind, weil das Ganze ist sehr wichtig, speziell für den zweiten Teil, wenn wir uns Use Cases anschauen. So, einerseits können wir Transaktionen über null Wert senden. Das sehen Sie hier oben bei Value, also 0i IOTA. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, weil ich meine, das Wort Kryptowährung, denken Sie sicherlich einige, impliziert ja, dass ich irgendwie monetäre Mittel von A nach B schiebe. Was soll es mir bringen, irgendwie null Wert zu senden? Hat wahrscheinlich erstmal keinen offensichtlichen Sinn. Wenn ich jetzt allerdings die zweite Besonderheit zeige, dann vielleicht schon. Denn außerdem ist es uns möglich, Daten beliebiger, also es muss eine Zeichenkette zwar sein, aber an sich beliebiger Form, jetzt in dem Beispiel irgendwie JSON, an unsere Transaktion anzuhängen. Beziehungsweise anzuhängen ist nicht ganz richtig, es ist fester Teil der Transaktion. Das sind maximal knapp 2 Kilobyte an Daten. Das Ganze ist optional, also ich muss keine anhängen, aber ich könnte halt, wenn ich möchte. Das heißt, diese zwei Sachen sind halt sehr besonders und finden sich speziell in der Kombination in meines Wissens nach keiner anderen Kryptowährung, dass ich halt für quasi keinen Gegenwert eine Transaktion tätigen kann und halt Daten da anhängen kann. Das Ganze wird, das sehen wir aber später noch spezieller, natürlich wichtig, wenn wir halt überlegen, dass Maschinen sich irgendwie austauschen wollen. Ja, werden wir aber gleich alles später noch sehen. Ganz kurz dazu, auch nur wieder kurz zum Abschweifen, aber das geht deutlich schneller. Wir sehen ja hier unten, wir haben knapp 2 Kilobyte quasi an Limit pro Transaktion. Was ich nur ganz kurz zeigen möchte, ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum, ist eine Eigenentwicklung, die ich ja, gebaut habe. Das Ganze nennt sich TangleStash und ist ein Algorithmus, der quasi dieses Limit sprengt. Und kann Zeichenketten oder auch eine ganze Datei ohne vorherige Konvertierung beliebiger Größe halt im Tangle speichern. Genau, ich möchte eigentlich gar nicht so viel weiter zu sagen. Warum ich es überhaupt nur sage, ist, ja, vielleicht, es würde mich freuen, wenn danach vielleicht irgendjemand sagt, ah, ich fand das irgendwie interessant und würde irgendwie mal mit IOTA irgendwas gern bauen oder mir anschauen. Das Ganze ist Open Source und unter der Adresse hier findet sich ja, sowohl der Quellcode als auch weitere Infos. Das heißt, vielleicht hat irgendwer Interesse und kann daraus irgendwie Schlüsse ziehen oder weiß ich nicht. Genau, das ist eigentlich soweit dazu. Wer Fragen dazu hat, kann mich auch danach ansprechen. So, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen tiefer, technischer die effektive Funktionsweise an. Das heißt, wie funktioniert eine einzelne Transaktion und ähnliche Dinge. Da beginnen wir ganz kurz erstmal damit, wie viele Tokens, Coins, bei IOTA heißt es eher Tokens, sind im Umlauf. Also wie viele einzelne Münzen, klar, dummer Begriff, aber Sie wissen, was ich meine. Wir sehen hier, das sind knapp 2,7 Billiarden. Und es geht halt, also die kleinste Währung heißt so, wie das Netzwerktechnologie auch heißt, also IOTA. Wir sehen hier, wird sich an den SI-Einheiten halt orientiert und es gibt halt Kilo IOTA, Mega IOTA und so weiter. Was hier eine wichtige Info ist, wenn Sie irgendwo im Internet einen Handelspreis lesen, der aktuell bei knapp 2 US-Dollar liegt, dann ist diese Angabe immer in Mega IOTA. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwer was anderes angibt. Das heißt 1 Million einzelner IOTA. Das aber auch ja gut so, weil das erlaubt uns natürlich jetzt, wenn wir uns überlegen, 1 Million sind halt gerade 2 US-Dollar, klar, das schwankt natürlich, aber halt ein Einzelner ist dann ein Bruchteil von einem Cent, also viele Nachkommastellen. Das heißt, wir können auf den Cent genau und sogar noch genauer halt irgendwie Werte damit abbilden, weil wir halt sehr kleines Stückeln können. Das ist keine große Besonderheit, hat der Bitcoin mit Satoshi oder so auch, aber ja, wichtig dann für Maschinenökonomie. Was auch wichtig ist, was ja schon halt sicherlich rausgekommen ist es gibt kein Mining halt, also es werden keine neuen Tokens irgendwie erschaffen. Alle, die es hier gibt, sind seit immer quasi im Umlauf und das Protokoll lässt auch nicht zu, irgendwie nochmal neue zu generieren. Ja, das ist einfach nur, das heißt, es ist nicht inflationär quasi, wir können keine neuen mehr generieren, ist der Bitcoin ja auch nicht und viele andere Währungen auch nicht, aber es kommen halt auch keine mehr dazu. Also die Zahl, die hier steht, ist so im Umlauf und ändert sich auch nicht mehr. Genau, dann schauen wir uns kurz an, weil wir haben trotzdem quasi ja, Server-Knotenpunkte, was tun die im IOTA-Netzwerk? Dazu ganz kurz nochmal so die grundsätzlichen Topologien von Netzwerken, gibt natürlich noch viel mehr. Einerseits halt ein zentralisiertes Netzwerk, das heißt, wir haben irgendwie in der Mitte halt Client-Server-Architektur, wahrscheinlich das beste Beispiel, einen Server und viele Clients und die wollen halt darauf zugreifen. Heißt, wir haben irgendwie ein Single Point of Failure. Wenn das in der Mitte ausfällt, dann ja, haben die ganzen Clients halt geloost. Das Ganze ein bisschen dezentralisierter, halt eine dezentralisierte Architektur. Das heißt, wir haben ja so Sterne letztendlich außen mit irgendwie Servern in der Mitte, die dann aber untereinander nochmal verbunden sind. Heißt, fällt davon einer aus, können wir locker irgendwie zurückfallen als Client auf halt einen anderen.
Das wäre dann meiner Meinung nach, kann man sich jetzt drüber streiten, aber wo so der Bitcoin anzusiedeln ist, weil wir haben halt Miner quasi, von denen wir abhängig sind, weil die brauchen wir und müssen für uns die Transaktion bestätigen im Bitcoin-Netzwerk. Aber es ist auf der einen Seite nicht schlimm, wenn irgendwie ein Einzelner oder auch Hunderte prinzipiell ausfallen, weil wir irgendwie auf andere zurückgreifen können oder weil andere immer noch die Arbeit erledigen. Und dann wiederum als verteilteste Form quasi, quasi ein Distributed Network auf zu Englisch. Das heißt, wir haben ja ein vermeschtes Netzwerk, letztendlich wie das Internet funktioniert, TCP-IP-Stack, ganz viele Knotenpunkte, die quasi ja nicht alle miteinander verbunden sind, aber immer viele Nachbarn quasi haben. Das heißt, wir haben hier ja letztendlich ja, viele Wege füllen nach Rom. Wir können über 100 verschiedene Möglichkeiten von einem Knotenpunkt zum anderen kommen. Und es kann auch sehr viel in der Mitte hier erstmal ausfallen, bevor ich irgendwie keinen Weg mehr von einem zum anderen habe. Das wäre dann, wo IOTA eher anzusiedeln ist. Ich komme auch noch gleich dazu, warum das vielleicht nicht ganz der Fall ist, aber das kommt eher gegen Ende des Talks. Genau. Jetzt schauen wir uns an, was machen die Nodes oder Knotenpunkte im IOTA-Netzwerk. Weil wichtig zu bemerken, es gibt immer noch welche. Es ist jetzt nicht so, dass wir Peer-to-Peer oder sowas hätten. Aber die haben eine deutlich geringere Aufgabe, als es halt ein Miner in einem Blockchain-Proof-of-Work-Währung wäre. So, einerseits speichern alle Nodes eine Kopie des gesamten Tangles, also der Transaktionshistorie quasi. Heißt, wir haben da irgendwie eine enorme Redundanz. Wenn irgendwie einer ausfällt, haben immer noch alle anderen quasi die Kopie davon. Aber so weit erstmal nicht anders, als bei der Blockchain auch wäre. Bei einer Blockchain. Außerdem synchronisieren sich halt untereinander. Das heißt, irgendwie einer kriegt halt neue Transaktionen, verteilt die Info an seine Nachbarknotenpunkte, die wieder an ihre Nachbarn und so weiter, sodass das Ganze sich dann irgendwann durchs Netzwerk verteilt hat. Und zu guter Letzt, was halt natürlich wichtig ist, wird vielleicht der eine oder andere jetzt schon gedacht haben, die können sogenannte Snapshots anfertigen. Heißt einfach nur, dass quasi alle Transaktionen bis zu diesem Punkt hin gelöscht werden, die ganze Historie. Und das Einzige, was behalten wird, sind die Kontostände von Adressen, die mindestens quasi ein IOTA haben, also irgendeine positive Balance, was ist das deutsche Wort, weiß ich nicht. Kontostand, ja, danke, steht ja da sogar. Kontostand hatten, genau. Das heißt, Geld oder so geht dabei nie verloren bei einem Snapshot, aber quasi die Historie an Transaktionen heißt irgendwie, wann wurde was getätigt, in welche Richtung etc. Das ist aber auch insofern natürlich wichtig, wenn wir uns überlegen, dass eine Transaktion halt bis zu 2 Kilobyte an Daten halt haben kann. Kann man sich ja relativ schnell ausrechnen, dass das Ganze, wenn es irgendwann mal vielleicht dazu kommen sollte, große Nutzung zu haben, halt schnell explodiert einfach an Platz, den das Ganze braucht. Die Sache ist so angelegt, dass ein Node quasi, aktuell gibt die Foundation das noch so ein bisschen vor, aber prinzipiell kann ein Node selber entscheiden, wann und wie oft er Snapshots anfertigt. Das kann irgendwie, ich weiß nicht, jede Nacht um Mitternacht sein, wenn er irgendwie nicht viel Festplattenspeicher hat oder zur Verfügung stellen will. Das kann auch nur jedes Jahr sein. Und es gibt auch prinzipiell sogenannte Permanodes, die komplette Historie speichern. Also quasi alle jemals getätigten Transaktionen. Genau. Dann schauen wir uns kurz an, wie ist ein Konto, Wallet, wie auch immer man sagen möchte, aufgebaut, weil der Aufbau ist ein bisschen anders als bei anderen Kryptowährungen. Sorry. Wir haben einen 81 Zeichen langen sogenannten Seed, der aus lateinischen Großbuchstaben sowie der Zahl 9 bestehen kann. Das folgt keinem tiefergehenden Logik oder Algorithmus, wie der generiert wird. Also Sie könnten sich irgendwie ein Blatt Papier nehmen und halt Großbuchstaben und Zahl 9 in irgendeiner Mischung aufschreiben und haben dann halt ein Seed. Klar, meistens generiert man es irgendwie im Rechner, aber könnte prinzipiell auch so laufen. So, was kann ich jetzt damit machen? Mittels Einmalsignaturen, in dem speziellen Fall sind es Winternitz One-Time Signatures, also Robert Winternitz ist die Person, die das mal ausgedacht hat, können daraus Private Keys und daraus wiederum Adressen, also Empfängeradressen generiert werden, die ich halt dann weitergeben kann, um dass mir Leute IOTA senden können. Was hierbei wichtig ist, ist alles indiziert. Das heißt, ich kann irgendwie sagen, ich habe hier mein Seed, gib mir da mal, also mittels des Wallets quasi, gib mir mal die anstelle 4 stehende Adresse am Index 4. Und dann werde ich halt immer, egal wo ich das ausführe, halt diese Adresse an der Stelle halt erhalten. Heißt natürlich für mich, ich muss nur den Seed irgendwie aufheben, noch nicht mal irgendwie ein Passwort oder sowas, und kann daraus alle Adressen, die ich jemals irgendwie genutzt habe, quasi zurückführen. Und habe damit auch, solange ich den Seed habe, halt Zugriff auf das Geld oder die IOTA, die halt auf den Adressen quasi gespeichert sind, also liegen. Was aber auch wichtig ist, einfach nur als Randnotiz, dadurch entsteht der
große Nachteil, dass wenn ich eine Adresse genutzt habe als, quasi als Input für eine Transaktion, also zum Senden, dann wird nach und nach, wenn ich das, je häufiger ich das mache, Teile des Private Keys halt quasi ja, aufgedeckt, wie auch immer man sagen will, führt halt dazu, dass irgendwann Leute Zugriff zu meinen, ja, zu meinen IOTA hätten, die da drauf liegen. Heißt, und es gibt das Wallet aber auch quasi vor oder versucht es zu verhindern, dass ich eine Adresse, die ich zum Senden benutzt habe, nie wieder zum Empfangen benutze. Das heißt, aber ich kann beliebig viele generieren. Also es hört zwar jetzt bei 5 auf, aber das ist an sich unendlich. Ja, genau, das einfach nur kurz als Randnotiz. So, jetzt schauen wir uns an, wie ist eine Transaktion aufgebaut, beziehungsweise dann im zweiten Schritt, wie läuft die ab, also wie ist der Ablauf. Ja, dafür quasi die Anatomie hier einer Transaktion. Wir haben Inputs, das heißt Adressen, irgendwie, die wir halten, wo IOTA drauf sind und die quasi irgendwo hingesendet werden sollen. Wir haben natürlich auch ein Output, das heißt die Empfängeradresse, wo das Ganze hin soll. Wir haben einen Wert, prinzipiell wie gesagt 0, aber ja, natürlich auch irgendein anderer Wert. Wir haben, wenn wir wollen, halt angehängte Daten. Wir haben einen Timestamp und die zwei referenzierten Transaktionen, die ich hier eingangs schon erwähnte, und auch eine Nonce, die bei der Blockchain bei Bitcoin ja gerade schon viel, gehe ich aber kurz gleich noch drauf ein. So, jetzt überlegen wir uns mal, wir nehmen diese Bullet-Point-Liste hier und fassen die mal zu diesem Quadrat zusammen, damit wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz sparen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, aber auch nicht sonderlich wichtig, was drunter steht. Also wir haben jetzt das Ganze zusammengefasst. Was hier noch fehlt, sind sowohl die Nonce als auch die zwei referenzierten Transaktionen, weil die kommen jetzt erst dazu. So, erster Schritt ist, wir signieren das Ganze. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwie beweisen können, die Inputs, die da reinfließen an Geld quasi, dass die auch uns gehören. Und vor allem auch, dass wir entsprechend, was wir versenden wollen, auch vorhanden haben, dass wir nicht irgendwie mehr Geld senden, als wir besitzen. Zweiter Schritt ist, wir wählen zwei unbestätigte Transaktionen aus, sogenannte Tipps. Hier ist wichtig, das Ganze kann manuell oder automatisch passieren. Also ich kann prinzipiell wählen, welche ich bestätige. Ich kann auch welche bestätigen, die schon 100 Mal bestätigt wurden, also referenzieren. Aber an sich ist so gemacht, wenn ich das nicht händisch quasi einstelle oder so mache, dass ein Node mir zwei Transaktionen zur Verfügung stellt, die valide sind, die ich quasi bestätigen kann, referenzieren kann. Das heißt, ich würde halt einen Node fragen, hier, ich brauche zwei Transaktionen, zwei Tipps und dann erhalte ich halt welche. Dabei wird dann halt immer darauf geachtet, dass die, da komme ich aber später noch zu, ja, halt valide sind, sehen wir gleich, wie das klappt. Genau. Das heißt, ich referenziere die jetzt in meiner eigenen Transaktion, heißt es entsteht dann dieses Bild, was wir halt anfangs gesehen haben. Wir haben halt unsere Transaktion und die zeigt mit zwei Pfeilen auf die zwei anderen Transaktionen. Dadurch entsteht halt diese, ja, diese Datenstruktur der Tangle und dieser Graph. So, dritter Schritt ist, wir machen auch Proof of Work. Jetzt werden einige sagen, ja, aber vorhin wurde doch gesagt, das ist irgendwie, es gibt halt kein Mining oder so. Das ist keinesfalls Mining oder es hat nichts damit zu tun. Aber die Idee ist eigentlich dieselbe oder sehr ähnlich zum Bitcoin, aber der Zweck davon ist ein komplett anderer. Das heißt, wir machen eigentlich dasselbe wie beim Bitcoin, nur diesmal gucken wir, dass die Nullen am Ende sind, aber an sich selbe Idee. Das heißt, wir hashen wieder und versuchen halt einen Hash zu finden, der in der Referenzimplementierung mit 14 Nullen aufhört. Das heißt, diesmal eine feste Zahl, die ist prinzipiell variabel, aber ich kann sie erhöhen, aber halt nicht niedriger machen. Was aber hier sehr wichtig ist, wir haben hier jetzt nicht irgendwie 10 Minuten durchschnittliche Zeit, um den Hash zu finden, sondern meist eine einstellige Sekundenanzahl. Das heißt, wir brauchen, weiß ich nicht, 5 Sekunden, 10 Sekunden, um den richtigen Hash zu finden. Was aber das Wichtigste ist, der Sinn und Zweck davon ist einfach ein komplett anderer. Denn der einzige Sinn, warum dieser Proof of Work da ist, um Spamming zu verhindern. Jetzt werden wieder einige natürlich sagen, vorhin wurde doch gesagt, dass Spam eigentlich dem Netzwerk zugutekommt. Das stimmt auch. Was wir allerdings beachten müssen, ist, dass es prinzipiell möglich wäre, wenn wir jetzt überhaupt keinen Schutzmechanismus hätten und wir einfach Milliarden an Transaktionen da reinpumpen könnten, dass wir halt viele tätigen als Angreifer, die ja irgendwie bösartig sind, irgendeine Attacke quasi fahren wollen gegen das Netzwerk. Und dann ist irgendwann unter Umständen dazu kommt, dass halt andere Transaktionen diese referenzieren und damit bestätigen und quasi bösartige Transaktionen halt ja, bestätigt werden, um halt diese Attacke dann durchzuführen. Das heißt, der Proof of Work ist einfach nur dafür da, zu verhindern, zumindest in der jetzt der Anfangszeit der Währung, weil das Ganze immer noch relativ klein und jung ist, zu verhindern, dass wir halt, ja, dass solche Attacken durchgeführt werden können. Weil Sie müssen sich überlegen, wenn wir jetzt irgendwie, also wir haben jetzt aktuell, wir können ja mal gerade gucken, ich hatte das hier vorher aufgerufen, ich weiß nicht, ob man es sieht, aktuell hier 20 Transaktionen pro Sekunde, also hier oben die Zahl, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, 20 Transaktionen pro Sekunde.
Das heißt, ich kann relativ, könnte relativ einfach, wenn ich jetzt einfach da reinpumpen könnte, halt genug kreieren, die halt irgendwie ja, Schaden anrichten wollen. So allerdings müsste ich jetzt halt für jede 5 Sekunden, 10 Sekunden warten oder so. Das heißt, das Ganze hat relativ, ist mit relativ großem Aufwand verbunden. Es ist aber angedacht von der IOTA Foundation oder von dem Protokoll eigentlich auch, dass wenn die TPS irgendwann mal höher sind, das Ganze auch niedriger gemacht wird, also die Schwierigkeit von dem Proof of Work niedriger gemacht wird. Das heißt, ich brauche statt 14 Nullen vielleicht nur noch 7 oder so. Wenn wir uns halt überlegen, wir haben jetzt irgendwann vielleicht 10.000, ist jetzt sehr hypothetisch, aber 10.000 Transaktionen pro Sekunde, dann viele aufzubringen, die quasi Schaden anrichten, ist mit so viel Aufwand verbunden, dass wir das ruhig niedriger machen könnten und davon alle ja profitieren, weil sie ja schneller Transaktionen senden können. Genau. Das heißt, wir haben jetzt dann unsere fertige Transaktion, das sind die drei Schritte, signieren, diese Tipps wählen oder gewählt bekommen und der Proof of Work und dann haben wir unsere fertige Transaktion mit, jetzt mit Nonce und den Tipps. Was wir jetzt machen, ist das Ganze halt irgendwie ins Netzwerk zu broadcasten quasi an einen Node und der das Ganze für uns weitergibt. Dabei ist jetzt eine Sache sehr wichtig, denn wir haben prinzipiell die Möglichkeit, quasi unser eigener Node zu sein. Also es gibt quasi zwei Betriebsvarianten, irgendwie ein Light Wallet, also kennen wir auch ähnliche Begrifflichkeit bei anderen Währungen. Das heißt, wir machen zwar den Proof of Work und so lokal, aber das Teilen der Transaktion im Netzwerk macht einen Knotenpunkt für uns. Das heißt, wir müssen irgendeinen angebunden sein, können wir uns aber ja aussuchen prinzipiell, der die Transaktion für uns im Netzwerk verteilt. Was jedoch sehr wichtig ist, und das ist fest so vorgesehen, ist, dass die Clients quasi die komplette Verarbeitung dieser Transaktion und vor allem den Proof of Work machen. Das heißt, wir haben nicht dieses Bild, was ja sehr wichtig dann ist, um halt keine Transaktionsgebühren zu haben, dass es quasi beziehungsweise dass wir jemand anders unsere Arbeit machen lassen. Also die Knotenpunkte machen eigentlich relativ wenig und nur synchronisieren halt die Transaktionen. Die effektive Arbeit ist lokal bei den Clients. Das heißt auch, das ist ja letztendlich der einzige Grund, warum wir keine Transaktionsgebühren brauchen, da wir, wenn wir uns beteiligen oder wenn wir Transaktionen senden wollen, vorher halt eine Aufgabe machen müssen, also indem wir halt dem Netzwerk helfen und zwei andere bestätigen. Das heißt, wir brauchen keine Transaktionsgebühren, weil wir unsere Arbeit quasi nicht an irgendwen anders abgeben, den wir entlohnen müssten. Ich denke mal, das ergibt soweit Sinn. Genau, und es ist prinzipiell, wie gesagt, möglich, dass wir unser eigener Node sind, also direkt an Nachbarn angebunden sind. Die Referenzimplementierung empfiehlt ja, dass man halt 9 Nachbarknotenpunkte hat quasi. Und dann wäre es halt möglich, dass ich quasi lokal selber der Knotenpunkt bin und dann nur an die Nachbarn das direkt teile. Das heißt, ich bin noch nicht mal mehr abhängig dann von irgendeinem Knotenpunkt, der vielleicht ausfällt oder langsam ist oder weiß der Geil. Genau. Das war es fast mit dem technischen Teil. Was ich jetzt noch gerne anschauen möchte, bevor wir zum Anwendungsorientierteren kommen, sind Kritikpunkte. Denn obwohl ich jetzt sicherlich gemerkt, ein Fan davon bin, die Sache hat definitiv Kritikpunkte, wie eigentlich jede Technologie, und die möchte ich auch nicht unter den Teppich kehren, weil es definitiv valide Sachen sind. So, das ist einerseits der sogenannte Coordinator oder COO kurz, wird man häufig lesen. Das ist ein Server, letztendlich auch nur ein Node, der von der IOTA Foundation betrieben wird und in gewissen Abständen, Pi mal Daumen jede Minute, alle hinter sich liegenden Transaktionen bis zum letzten von diesen Transaktionen bestätigt. Also er bildet einen sogenannten Milestone, heißt es. Also er wählt eine Transaktion aus und bestätigt damit alle Transaktionen bis zum vergangenen Milestone. Da es jede Minute nur ist, sind dazwischen natürlich jetzt nicht so sonderlich viele. Das Ganze wird gemacht, um das Netzwerk vor sogenannten 34%-Attacken zu schützen. Letztendlich habe ich das gerade eben schon angesprochen, ich erläutere es aber nochmal kurz. Es soll mal später so funktionieren, dass wir mittels einem, das Ganze nennt sich Random Walk Monte Carlo, also ja, einem Random Walk gibt es ja auch an sich so, dass die Transaktionen, die ich bestätige, quasi zufällig gefunden werden. Das heißt, es besteht prinzipiell das Problem, vor allem jetzt in Zeiten, wo die Transaktionen pro Sekunde noch sehr niedrig sind, dass wir zufällig, oder sagen wir mal so, wenn jemand halt mehr als ein Drittel an Transaktionen aufbringen kann, also 34%, die Wahrscheinlichkeit dann irgendwann sehr hoch ist, dass wir zufällig halt Transaktionen auswählen, die bösartig sind, die Schabernack irgendwie treiben wollen. Klassisches Beispiel dafür ist sogenanntes Double Spending, was auch in anderen Kryptowährungen ja gibt. Heißt, wir probieren quasi, bevor jemand auffällt, dieselben Funds oder wie auch immer, also denselben Betrag zweimal quasi auszugeben. Also machen zwei Transaktionen, die denselben Inputs quasi haben und hoffen, dass es keinem auffällt und quasi vorher bestätigt wird. Genau.
Und um das zu verhindern, ist es halt aktuell nicht so, dass es quasi zufällig gewählt wird, sondern halt der Knotenpunkt uns halt, wie ich eben gesagt habe, zwei Transaktionen, die wir bestätigen sollen können, zur Verfügung stellt. Diese sind aktuell so gemacht, dass sie immer direkt oder indirekt halt über irgendeinen Pfad den letzten Milestone quasi referenzieren, also irgendwie man da hinkommt halt. So, das Problem an der Sache ist jetzt, also der Sinn, wie gesagt, einfach nur das Netzwerk vor diesen Attacken zu schützen, um halt kein Double Spending zu betreiben, weil wir müssen jetzt überlegen, wenn jetzt später, wir gehen mal wieder von hypothetischen 10.000 Transaktionen pro Sekunde aus, dann bräuchten wir halt dann ja schon mehr als 3.333 Transaktionen pro Sekunde, die irgendwie bösartig sind als Angreifer. Das heißt pro Sekunde, und wenn wir noch den Proof of Work dazu überlegen, dass wir immer 5 Sekunden brauchen pro Transaktion, um die ins Netzwerk zu bekommen, wird die Attacke mehr oder weniger nicht unmöglich, aber ist mit so einem Aufwand verbunden, dass es eigentlich, dass es eigentlich keiner machen wird. Aber aktuell bei jetzt 20 ist es jetzt nicht trivial, aber nicht sonderlich kompliziert. Was heißt nicht sonderlich kompliziert? Es ist möglich, besser gesagt. Genau. Problem an der Sache ist natürlich einfach folgendes. Wir haben, obwohl ich ja eben gesagt habe, okay, wir sind irgendwie, das Ganze ist dezentralisiert, ja, es ist sogar verteilt, haben wir dadurch natürlich wieder eine gewisse Zentralisierung, weil letztendlich dieser Server, das erste Problem ist, der Code davon ist closed source, also die Nodes bestätigen zwar die Transaktionen nochmal, aber prinzipiell könnte das morgen umgeschaltet werden und macht halt, weiß nicht, Geld in die eigene Tasche der Foundation oder irgendwas. Nehme ich jetzt nicht an, aber es weiß halt keiner. Die Foundation gibt an, bis noch, also das wäre jetzt quasi das Gegenargument, aber ich bin da auch ein bisschen kritisch, gibt an, noch dieses Jahr den Coordinator-Firma abschalten zu wollen, mit der Bedingung, dass halt dann die Transaktionen pro Sekunde hoch genug sind. Es gibt allerdings keine geklärte Aussage, was irgendwie das der Schwellenwert quasi ist, ab denen er quasi abgeschaltet werden soll. Also meiner Meinung nach einfach, ich finde es schon eine sinnvolle Maßnahme, weil es wäre irgendwie der Genickbruch schlechthin für die ganze Idee, wenn jetzt Angriffe dagegen gefahren werden irgendwie und Leute ihr Geld verlieren oder halt Double Spending betrieben wird. Deswegen meiner Meinung nach die Maßnahme schon sinnvoll, aber definitiv ein valider Kritikpunkt, weil wir halt einen großen Marketing-Aspekt, in Anführungszeichen, nämlich dass es halt verteilt ist, damit halt gar nicht mehr so ganz erfüllen, weil wir halt in gewisser Weise natürlich dann eine Zentralisierung an diesem Server haben. Genau. Der zweite Kritikpunkt lautet, dass es keinen Anreiz gäbe, sag ich mal, für den Betrieb eines Knotenpunkts, eines Nodes. Denn wir haben ja kein Mining, das heißt, wir haben als Knotenpunktbetreiber, sehen wir nie irgendwie einen Cent an Entlohnung quasi. Das heißt, wir machen das Ganze in dem Fall dann jetzt doch aus letztendlich intrinsischer Motivation. Heißt, die Kritik besteht dann quasi darin, das wird quasi dann irgendwann wahrscheinlich keiner mehr machen, weil es halt sich nicht lohnt. Dazu, das ist meiner Meinung nach nicht so, also es lässt sich besser erklären, meiner Meinung nach, würde ich sagen, dass Firmen, die irgendwie IOTA nutzen wollen in ihren Anwendungen oder sowas, sicherlich auch Nodes betreiben werden. Die Gründe dafür sind eigentlich relativ einfach. Einerseits müssen wir uns überlegen, dass die Nodes ja immer noch die Transaktionen liefern, die ich bestätigen soll. Heißt, wenn ich jetzt irgendwie mein komplettes Business darauf basiert vielleicht irgendwie, wäre es ziemlich fahrlässig zu sagen, ich nehme irgendeinen Node, den ich irgendwo im Internet gefunden habe, der mir dann vielleicht Transaktionen gibt zum Referenzieren, die Schaden anrichten wollen, bösartig sind. Habe ich natürlich nicht das Problem, wenn ich der Betreiber vom Node bin als das Unternehmen und halt weiß, dass es mir jetzt kein Unfug treibt. Die zweite Sache ist halt, natürlich sind auch nur Server halt Last unterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche nehme, dann habe ich halt auch unter Umständen ist das Ganze langsam. Und ich meine, wenn mein ganzes Business darauf basiert, dann will ich natürlich, dass es schnell abgewickelt wird. Das heißt, meiner Meinung nach ist es mehr oder weniger zwangsläufig nötig, dass Firmen oder auch irgendwie Privatanwender unter Umständen, die IOTA nutzen wollen, Nodes betreiben werden. Das Ganze ist auch nicht sonderlich teuer. Also ich weiß, ich kann irgendwie mit $15 VPS oder so schon locker einen Node betreiben. Was natürlich auch dann der Fall ist, wenn wir uns überlegen, dass Firmen dann irgendwie Nodes haben, anbieten, wie auch immer, ist, es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie privat zu schalten oder so. Das heißt, die brauchen auch diese empfohlenen neuen Nachbarknotenpunkte. Das heißt, sie helfen dem Netzwerk insofern auch weiter. Also selbst wenn jetzt, eine Firma sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie 2 Knotenpunkte, weil ich halt irgendwas machen will, dann brauchen die jeweils neuen Nachbarn. Das heißt, die 2 neuen Knotenpunkte sind auch Nachbarn von anderen Leuten. Das heißt, sie haben quasi dem Netzwerk geholfen. Insofern das nicht so ein ganz valider Kritikpunkt, aber nichtsdestotrotz, man weiß es halt auch nicht so richtig. Also es wird sich auch mit der Zeit natürlich zeigen. Genau, das war es eigentlich soweit zum technischen Teil. Es gibt natürlich noch
tausend andere Sachen dazu erkunden, aber grundsätzlich haben sie eigentlich jetzt alles gehört, ja, was man so wissen muss, was die Währung tut, was sie anders macht, etc. Wer speziell technisch jetzt noch da viel mehr Interesse daran hat, dem sei das White Paper ans Herz gelegt, ist, glaube ich, 22 Seiten lang oder so. Und ja, da wird alles in ausführlichster Tiefe und vor allem sehr mathematisch dann irgendwann auch erklärt. Aber es ist eigentlich selbst so gut zu lesen, weil ich finde es recht angenehm geschrieben. Genau. Das heißt, wir kommen jetzt quasi zu dem Teil des Titels Zukunft der Maschinenökonomie und was kann IOTA da machen. Da starten wir einfach rein mit quasi bisher ungelösten Problemstellungen, die halt IOTA ja, zu lösen vermag. Die Nummer 1. Das ist exakte monetäre Beträge zu versenden. Also wir überlegen uns hier, wir haben Maschine A, Maschine B und die wollen irgendwie hier Geld versenden. Jetzt hier mal der Gegenwert von 1,21 Dollar. Und klassischerweise haben wir irgendwie eine Gebühr. Also wenn wir jetzt irgendwie PayPal angucken oder Kreditkarten oder eigentlich irgendwas, weil logischerweise das keiner einfach so macht. Aber wir haben jetzt ja gesehen, wie das bei IOTA klappen kann, dass wir keine haben. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, es ist natürlich möglich, einen exakten Betrag zu senden. Also von daher, ja, vielleicht hätte ich es ein bisschen anders formulieren sollen, aber Sie wissen, was ich meine. Wir müssen halt immer diese Gebühr drauf rechnen. Zweites Problem davon ist, wenn wir uns überlegen, dass Internet of Things so ja irgendwie auch gedacht ist, dass es möglichst viele Geräte das irgendwann mal nutzen und Internetzugriff haben, dann haben wir mit nicht vorhandenen Transaktionsgebühren auch einfach ein viel größeres Wachstumspotenzial. Weil sonst haben wir halt irgendwann natürlich, wenn wir uns überlegen, wir haben Gebühren, automatisch irgendeine gewisse Zentralisierung dabei, weil sich es irgendwann nur noch Firmen leisten können, die halt da irgendwie Geld mit verdienen und keine Privatpersonen zum Beispiel mehr. Das eliminieren wir ja quasi dann dadurch, dass wir keine Transaktionsgebühren haben. Zweiter Punkt ist, ja, Datensätze mit Transaktionen mitzuschicken, haben wir ja auch jetzt schon gesehen. Das heißt, wir senden wieder irgendwie ja, Geld hin und her und diesmal aber noch irgendeinen Datensatz. Das Ganze natürlich ja, unbedingt nötig, wenn wir uns überlegen, dass ja, sich zwei Maschinen austauschen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich nur irgendwie Geld von A nach B senden will, ist gering. Häufig will ich natürlich, selbst wenn es irgendwie nur irgendwie ein Acknowledgement oder irgendwas ist, will ich noch irgendwas mitschicken. Und das über einen extra HTTP-Request oder so zu machen, ist dann eher schlecht, weil dann ja das Ganze kann irgendwie verloren gehen oder ich muss es halt irgendwie auch mappen, welche Transaktion war, welcher Datensatz und so. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, hier zu sagen, das ist quasi Teil der Transaktion. So wie der dritte Punkt, Datensätze umsonst unwiderruflich zu persistieren, also dauerhaft zu speichern. Optional, ja gut, eigentlich hätte es unten andersrum sein müssen. Also prinzipiell ist das Ganze öffentlich, also ich kann die Datensätze einsehen, ich kann es verschlüsseln, wenn ich möchte, dass es halt dann nur ich lesen kann. Genau, das heißt, wir überlegen uns wieder, wir senden diesmal über Nullwert quasi in Transaktionen, hängen da aber wieder einen Datensatz an. Genau, das, was wir unter Umständen und für unser Business, vielleicht ist es unser ganzes Business, vielleicht hat es einzelne Einsatzzwecke nun tun können, ist, dass wir quasi im Nachhinein beweisen können, dass genau zu dieser Zeit irgendwie dieser Datensatz oder diese Transaktion getätigt wurde. Weil sobald das einmal halt im Tangle drin ist, persistiert ist, kriege ich es da nicht mehr raus und kann es auch nicht mehr modifizieren, fälschen, was auch immer. Wenn wir uns jetzt überlegen, klassischer Ansatz wäre jetzt irgendwie dafür irgendwie Serverlogs wahrscheinlich zwischen den zwei Maschinen, die halt zu fälschen ist, ja, trivial. Das ist mir hier jetzt nicht möglich. Das heißt, solange die Transaktionen da einmal richtig reingekommen sind, natürlich die Daten davor zu fälschen, ist immer noch möglich, keine Frage. Ja, kriege ich die dann nicht mehr modifiziert oder auch weg. Heißt, das kann irgendwie ja, vielleicht aus notarieller Sicht interessant sein, vielleicht auch einfach so ja, Rechenschaftslegung oder so, vielleicht steuerrechtliche Fragen. Ja, gibt es unter Umständen vielleicht ganze Businesses, die sich damit orientieren können, gibt es ja auch jetzt schon mit anderen Blockchain-Technologien. Ja, wie gesagt, was es in der Kombination halt da jetzt nicht gibt bisher, meines Wissens nach, ist, dass das halt, dass ich das umsonst machen kann, weil sonst ist das logischerweise mit irgendwie einer Gebühr verbunden. So, dann kommen wir jetzt mehr zu, ja, zu Use Cases. Also wir haben jetzt ja bisher noch das Ganze relativ abstrakt gesehen. Jetzt habe ich mal drei Use Cases mitgebracht, wo man IOTA einsetzen könnte. Das ist einerseits ja, E-Mobility. Wir überlegen uns, wir haben ein Elektrofahrzeug, ein autonomes Elektrofahrzeug und eine, ich weiß nicht, ob man es so nennt, Stromtankstelle, keine Ahnung, wissen, was ich meine. So, und wir müssen jetzt natürlich überlegen, ich bin mir relativ sicher und ich denke, das werden die meisten unterschreiben, dass wir davon ausgehen können, dass irgendwie in 50, vielleicht auch 100 Jahren erst mehr oder weniger alle Fahrzeuge, egal jetzt mal, ob es öffentliche Verkehrsmittel oder Privatfahrzeuge sind, autonom irgendwie fahren. Das
wäre relativ absehbar. Das heißt, was wir logischerweise dann auch nicht mehr machen wollen, weil es wäre sinnlos, nur das dann noch selber zu machen, ist halt an der Tankstelle auszusteigen und halt selber den Wagen voll zu tanken. Es wäre, ja, wäre Schwachsinn, sondern dass das Auto halt das ja auch selber macht. Gibt es ja auch entsprechende Lösungen jetzt, zumindest in prototypischer Weise schon. So, was wir uns jetzt hier halt überlegen könnten, ist, das Auto fährt halt hin, tankt, ja, in dem Fall jetzt hier 60 Kilowattstunden, seinen Akku wieder voll und schickt dafür an die Tanksäule irgendwie den Betrag, den sie halt dafür fordert. Genau. Hier das Ganze nochmal in textueller Abhandlung, wer es nochmal lesen möchte. So, was haben wir jetzt hier für Vorteile? Also wir müssen uns erstens überlegen, das Ganze kann natürlich sehr dynamisch passieren, was das Pricing anbelangt. Also die Tanksäule kann halt ja sagen, okay, ich will da jetzt so viel Geld für haben und der Nutzer sieht es vielleicht in seinem Touchscreen oder so am Bildschirm im Fahrzeug und kann bestätigen, okay, wird vollgetankt und ich habe dann einen exakten Betrag, der halt überwiesen wird, also ohne eine Transaktionsgebühr. Der andere Fall, der dafür gut ist oder wo wir das Ganze gut nutzen können, ist speziell im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, die häufig weniger von den Erstellern unbedingt, aber von der Community häufig, so den Einschlag haben von, okay, wir benutzen irgendwann nur noch den Bitcoin zum Beispiel und es gibt keinen US-Dollar oder so mehr. Ja, das ist zumindest jetzt in absehbarer Zukunft eine wahrscheinlich relativ utopische Vorstellung. Da setzt IOTA relativ anders an, weil es keine Ansprüche daran hat, irgendwie irgendeine Währung zu ersetzen, sondern man hier jetzt einfach sich davon auch unter Umständen ausgehen könnte, dass der Fahrer vom Fahrzeug noch nicht mal weiß, dass irgendwie das über IOTA abgewickelt wird, die Zahlung. Er einfach nur den entsprechenden, mit dem entsprechenden Wechselkurs halt, sagen wir, er liest irgendwie, es kostet mich jetzt 15 Euro, ist das okay, bestätigt das. Und im Hintergrund fließt halt, weil das Netzwerk dafür gut geeignet ist, halt IOTA. Das heißt, das Ganze kann als Layer quasi über irgendwelchen Fiat-Währungen stehen. Was häufig bei anderen Kryptowährungen, wie gesagt, ja, irgendwie nicht so angedacht ist. Genau, dann haben wir, habe ich mitgebracht, ein optimiertes Fahrspurensystem. Was soll das heißen? Wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben wieder autonome Fahrzeuge, die da ja, halt durch die Gegend fahren, können wir uns jetzt ja überlegen, dass wir, oder wie sagt man, sinnigerweise, dass wir wenig bis keine Staus mehr irgendwann haben, wenn wir uns halt überlegen, dass die alle ja halt die Spur gescheit halten und in derselben Geschwindigkeit fahren. Heißt natürlich auch, solange da ein Kettenglied ist, ein Fahrzeug, was langsamer fährt, bremst es alle andere aus, ja, und wir haben, die Idee ist halt futsch. Das heißt, wir werden natürlich immer noch verschiedene Fahrzeugklassen wahrscheinlich haben. Das heißt, es gibt verschiedene Spuren mit Geschwindigkeiten, die ich irgendwie fahren kann. Das heißt, was wir uns jetzt hier überlegen könnten als Use Case, ist, wir haben quasi eine Standardspur für Pkw, die in der Mitte, und rechts außen die Standardspur für Lkw. Und ich kann jetzt halt sagen, als ja, Fahrer, irgendwie sagen wir mal, ich bin ein Taxi oder so und möchte jetzt schneller ans Ziel kommen. Jetzt könnte ich halt sagen, okay, ich bezahle irgendeinen Betrag, den der Autobahnbetreiber halt dafür haben möchte und erhalte dafür als Gegenwert eine Stunde lang ja, Priority Access, ich weiß kein besseres Wort, quasi und darf auf die dann in dem Fall innere Spur fahren, wo halt schneller gefahren wird. Also kriegt dann hier die Erlaubnis. Jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, wenn das Ganze eh autonom ist, kann man das Ganze gut abwickeln, weil ja, das Auto fragt das halt an, kriegt dann irgendwie die Bestätigung und kann halt selber die Spur wechseln und auch wieder zurückfahren, quasi wenn die Zeit abgelaufen ist. Selbe Idee prinzipiell mit Lkw, wenn natürlich unter der Voraussetzung, dass man Lkw die Geschwindigkeit halten kann in der mittleren Spur, die dort nötig ist, kann man dann auch vorher checken. Jetzt irgendwelche zufälligen Werte. Und auch der kriegt dann halt den Zugang und darf in die Mitte fahren. Jetzt werden einige sicher sagen, okay, aber warum sollte man irgendwie so mehr Klassensystem auf Straßen haben wollen? Aber meiner Meinung nach ist das eigentlich für beide Seiten ein Vorteil, weil wir müssen uns überlegen, der Autobahnbetreiber hat einerseits natürlich ein Interesse daran, seine Autobahn so voll, in Anführungszeichen, wie möglich zu bekommen, weil da verschwendeter Platz eigentlich ja, verschwendet halt ist. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht als Autofahrer, wenn ich halt ansonsten umsonst in meiner Standardspur fahren darf, halt optional die Möglichkeit, dass ich irgendwie ja, schneller ans Ziel komme. Das heißt letztendlich, ich kann da super irgendwie Dynamic Pricing betreiben, dass ich halt beispielsweise der Autobahnbetreiber jetzt eigentlich einfach Angebot und Nachfrage beispielsweise sagt, wie man jetzt hier letztendlich ja sieht, wenn die schnellere Spur, sage ich mal, gerade nicht sonderlich belegt ist, kann ich das Ganze halt billiger anbieten als zu einer Stoßzeit, wo ich es vielleicht teurer anbiete. Das heißt, ich kann Sekundentakt unter Umständen, sekundengenau, ja, mein Pricing irgendwie ändern
Ja, und kann dann auch die ganze Abwicklung darüber machen. Das heißt auch Sachen wie, wie lang kriegt man jetzt, also die ganzen Informationen, die ich halt mitschicken muss. Das heißt, die simpelste hier in dem Fall schon, wie lang ist der Zugriff etc., kann ich dann alles wunderbar halt als Datensatz an die Transaktion anhängen. Auch das nochmal als textuelle Abhandlung. Und der dritte Use Case, ein Data Marketplace. Was ist das? Ja gut, verrät eigentlich das Wort schon, so mehr oder weniger. Heißt also einen Marktplatz, um irgendwie Daten zu verkaufen. Viele Analysten, ja, das ist irgendwie, in letzter Zeit habe ich das häufig mal gelesen, man liest immer irgendwie, irgendwie das Daten das neue Erdöl oder so sein. Und man eigentlich ja in vielen Businesses mit Analyse von irgendwie Daten seine Prozesse verbessern kann, optimieren kann. Nichtsdestotrotz habe ich eine Studie gefunden von McKinley, ist es glaube ich, das ist ja auch irgendwo logisch, kann man sich denke ich mal erschließen, aktuell 99% aller Datensätze, die an sich anfallen, einfach verfallen, also keiner speichert, irgendwie im Nichts verschwinden und nie für irgendwie einen vielleicht sinnvollen Zweck genutzt werden. Was wir allerdings auch hier haben, bei natürlich, an sich gibt es natürlich sowas schon, ich kann als Firma, wenn ich die Daten nicht selber generiert habe, was ja erstmal eine entsprechende Userbasis allein schon erfordert, irgendwie ankaufen oder so und kann damit dann meine Analyse durchführen. Was wir allerdings hier haben, was irgendwie komisch ist, wenn wir uns überlegen, dass es in keinem anderen Markt diese Dynamik eigentlich gibt, ist, dass dieser Markt enorm dominiert von einem Mittelsmann ist. Das heißt, wir haben beliebiger Tech-Riese hier einsetzen, von dem wir als Nachfrager Datensätze kaufen könnten. Aber wir haben da halt mehrere Probleme. Erstmal das Ganze ist eine komplette Blackbox irgendwie. Das heißt, wir bezahlen irgendwie einen Preis, der irgendwie festgelegt wurde. Das heißt, wir wissen nicht, keine Ahnung, warum ist der Preis so und der kann ihn beliebig erhöhen oder verändern halt. Wir haben auch keine wirkliche Kontrolle, ob die Datensätze irgendwie qualitativ hochwertig sind, weil wir können halt nicht, könnten auch zufallsgeneriert sein, man weiß es nicht so genau. Und wir sind halt einfach enorm abhängig davon. Das heißt, wenn die irgendwie ihre Policies oder so ändern, dann haben wir halt gelost als Nachfrager. Als Anbieter wiederum haben wir halt das Problem, also wir alle hier im Raum beispielsweise, die irgendwie Daten generieren, dass wir eigentlich, ich würde jetzt ausgebeutet, ist ein bisschen ein hartes Wort vielleicht, aber nicht wirklich was davon haben. Klar, wir kriegen bei vielen Sachen, Google, Facebook, Konsorten, irgendwie dafür die Services quasi umsonst, dass wir Daten für die Firmen produzieren. Aber die Frage ist, die ich jetzt auch nicht beantworten kann, ist ja auch subjektiv, ist das quasi genug Entlohnung, dass man dafür den Service umsonst bekommt oder müsste man eigentlich mehr bekommen? Das heißt, was wir, wie gesagt, in keinem anderen Markt so wirklich so haben, beide Seiten, sowohl Anbieter als auch Nachfrage, sind einfach von dem Marktplatz in Anführungszeichen dazwischen, also dem Mittelsmann, enorm abhängig. Und der Mittelsmann dominiert alles und es ist eigentlich eine Marktdynamik, die wir so nirgendwo anders finden, was komisch ist. Was wäre jetzt hier denkbar? Wir haben wieder, ist jetzt nur Zufall, dass das alles mit Autos fokussiert ist. Das sind natürlich andere Use Cases denkbar. Speziell hier habe ich das jetzt gemacht, weil es am sinnvollsten zu visualisieren war. Also wir haben jetzt hier halt Autos, die hier durch die Gegend fahren und jetzt für einen Beispiel-Use Case haben wir beispielsweise, diese Autos haben irgendwie Sensorik noch an Bord, das wahrscheinlich sinnvoll ist oder das Einleuchtende wäre unter Umständen irgendwie ein GPS-Sensor, also für eine Position. Aber auch Sachen wie irgendwie Luftmessung oder Temperatur oder irgendwas sind denkbar. Ich meine, so Sensoren kosten heute schon nur so ein paar Euro. Tendenz fallend. Das heißt, was könnten wir jetzt machen in diesem Marketplace? Wir könnten als Anfrage nun halt sagen wir mal, wir sind das irgendwie das Bundesumweltamt und wir möchten irgendwie irgendeine Analyse durchführen zu Luftqualität in Wiesbaden. Dann könnten wir halt, oder wüssten wir ja klassischerweise wahrscheinlich jetzt zu diesen, ich weiß exakt nicht, wer die betreibt, aber diese Luftmessstationen, die hier überall verteilt sind, hingehen, ich weiß nicht, der Wetterdienst vielleicht, keine Ahnung, und halt Daten anfragen, dafür auch irgendwas bezahlen wahrscheinlich, man weiß es nicht. Problem dabei natürlich, die Qualität davon ist fraglich, weil ich weiß, ich habe keine Zahl jetzt, aber ich schätze mal irgendwie 2 Dutzend oder so davon gibt es in Wiesbaden, das heißt, die sind so wenige, dass die Qualität der einzelnen Datensätze halt eher mittelmäßig ist. Genau, was wir uns jetzt halt überlegen können, ist allerdings, wenn wir halt Autos haben, die alle sowieso durch die Gegend fahren und halt einen Luftmessungsqualitätssensor auf dem Dach beispielsweise haben, ist, dass wir als Nachfrager sagen können, okay, ich hätte jetzt mal gern aus diesem Bezirk quasi zwischen den 2 Kreisstraßen, hätte ich gern mal eine Woche lang Luftqualitätsmessungen und ich bezahle dafür 5 Cent pro Datensatz. So, jetzt könnten auf der anderen Seite die Fahrer der Autos halt sagen, das kann natürlich auch automatisiert passieren,
Ja, irgendwie jemand würde gerne meine generierten Daten quasi ankaufen. Alles über 1 Cent, sage ich mal, gehe ich das Angebot ein und gebe das dann quasi ab. Das heißt, wir würden dann auch alles über den Tangle abgewickelt, könnten das ja wunderbar machen. Wir können ja eh Datensätze anhängen. Das heißt, wir erhalten quasi als Leute, die diese Daten generieren, das irgendwie irgendeine Entlohnung in irgendeiner Art und Weise, IOTA in dem Fall, oder irgendwie dann wieder umgerechnet irgendeine Fiat-Währung. Auf der anderen Seite als Nachfrager erhalten wir direkt von Anbietern, von den Leuten, die die Daten generiert haben, diese Datensätze. Das heißt, es wären auch Sachen denkbar wie, wir haben irgendwie ein Reputationssystem oder so. Das heißt, wir sagen, diese Person hat irgendwie immer schlechte Daten geliefert. Das heißt, die wollen wir vielleicht ausschließen oder also jetzt in unserem Ankauf ausschließen. Was wir, wie gesagt, bei irgendwie einem großen Tech-Riesen sonst auch nicht wirklich hätten, weil da haben wir nicht wirklich, können nur raten, wie gut die Daten eigentlich sind. Ja, das heißt, so ein Reputationssystem wäre da auch noch gut denkbar. Genau, was haben wir jetzt damit erreicht letztendlich? Wir nochmal hier unten wieder als Auflistung. Wir haben eigentlich komplett damit irgendwie den Mittelsmann eliminiert. Also wir haben direkt eine 1-zu-N-Verbindung quasi von einem Nachfrager an ganz viele Anbieter, die direkt die Datensätze, die sie halt generieren, verkaufen können und nicht jemand dazwischen haben, der sie ja ausbeutet, wie auch immer man sagen möchte. Anderes, was denkbar wäre, wäre beispielsweise noch, wir sind ein Patient im Krankenhaus, der irgendwie eine bekannte Krankheit oder so hat und der nun halt freiwillig sagen könnte, ich liege hier eh den ganzen Tag in meinem Krankenhausbett rum, ich könnte auch die Blutprobe oder die Blutmesswerte quasi, die ich abgenommen bekomme, an irgendwie einen Pharmakonzern oder so verkaufen, der damit irgendwie ein Medikament zum Beispiel entwickelt, was meine Krankheit heilen soll, selbst wenn es die nicht heilt. Das heißt, der könnte sich optional dafür entscheiden, irgendwie die Daten, die ich eh generiere, indem ich hier nur hier rumliege, die will vielleicht jemand haben, um sein Business damit zu verbessern, was ja jetzt schon auch der Fall ist, nur halt schlecht umgesetzt und genutzt wird, und könnte damit halt eine Verbindung herstellen. Genau. Das Tolle an dem Use Case speziell ist jetzt, dass genau das, was ich jetzt alles erklärt habe, seit November 2017 so von der IOTA Foundation schon in Betrieb ist. Unter data.iota.org gibt es genau diesen Data Marketplace, der zugegebenermaßen aktuell noch ein bisschen karg ist, weil allein schon diese Struktur, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, ja so nicht wirklich existiert. Aber so der Grundbaustein dafür ist gelegt. Und ja, es kommen auch irgendwie immer neue Funktionen dazu, wie beispielsweise, was ich genannt habe, dieses Reputationssystem. Hier ist wichtig zu merken, die Foundation ist da jetzt nicht irgendwie der Betreiber oder so von, also sie betreibt die Plattform, das schon, aber es nimmt keinen Cut oder so und es ist quasi eine direkte Beziehung zwischen Anbieter und Nachfrager. Genau, das soweit zu dem meiner Meinung nach interessantesten Use Case und damit hätten wir die 3 abgehandelt. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch kurz, das geht jetzt eigentlich schnell, uns anschauen, welche Firmen haben irgendwie Interesse an der IOTA bekundet oder sogar in was investiert. Das sind einerseits die Stadtverwaltung Tokios und Taipeis, also Hauptstadt von Taiwan. Die Partnerschaften wurden 2017 im Dezember sowie diesen Jahres im Januar geschlossen und beide Millionenstädte planen quasi IOTA einzusetzen. Tokio plant oder ist dabei, gibt es so entsprechende Projekte für, in der Metropolregion Tokio halt Firmen mit IOTA in Kontakt zu bringen, also mit der Foundation auch in Kontakt zu bringen und halt ja zu schauen, wie man Use Cases dort verwenden könnte. Taipei plant, gibt es entsprechende Pilotprojekte, aber das ist natürlich alles sehr hypothetisch, das unter Umständen mal für irgendwie Identifikationsmanagement zu nutzen. Also wenn wir uns überlegen, wir haben unsere Identität irgendwie in dem Tangle gespeichert und die kann halt keiner fälschen, das beispielsweise irgendwie Ausweise zu nutzen oder auch Wahlen, selbe Idee. Das heißt, wir haben die Wahlergebnisse da drin und können halt, klar, die kann noch immer kaputt da reingelangen, aber sobald sie mal drin sind, die Auszählung quasi ist dann, ist Betrug mehr oder weniger unmöglich. Dann haben wir Volkswagen. Das war erst vor, ich glaube, einer Woche ziemlich genau, hat der CDO von Volkswagen, Johann Jungwirth, auf einer Konferenz Volkswagens angekündigt, mit der IOTA Foundation zusammenzuarbeiten und ist in dem Zug auch Teil des Aufsichtsrats der Foundation geworden und nimmt da eine beratende Tätigkeit ein. Also er ist immer nach wie vor noch bei VW, aber halt beides jetzt quasi. Volkswagen plant in ihrem Connected Car System, ist irgendwie der Eigenname davon, also dem vernetztes Auto quasi, in irgendeiner zukünftigen Iteration davon IOTA einzusetzen. Jetzt gerade die Use Cases, die wir hatten, waren ja alle zufälligerweise, wie gesagt, auf Fahrzeuge fokussiert. Das heißt, irgendwelche davon beispielsweise sind denkbar.
Und zu guter Letzt die mit Abstand größte Partnerschaft mit Bosch, der Robert Bosch GmbH. Der Kontakt zu der Foundation besteht da schon eigentlich seit 2015. Wer es nicht weiß, Bosch, großer Automobilteilezulieferer, primär für deutsche Autohersteller, aber auch international. Und Bosch plant halt IOTA-Technologie quasi in Teilen, die sie halt zuliefern an Automobilhersteller, einzusetzen. Also effektiv genannt dabei sind halt zum Beispiel, was wir eben hatten, automatisierte Ladesäulen oder auch Carsharing-Konzepte. Genau, und speziell Bosch ist nicht öffentlich gemacht worden, leider, aber hat auch, ich weiß noch nicht mal irgendeine Zahl, irgendeine Richtung, weil es halt nicht bekannt ist, eine größere Menge quasi IOTA angekauft, um die halt irgendwie einzusetzen und quasi investiert. Genau, noch weitere. Ich wollte ja eigentlich ein paar Logos zeigen, dann hat sich herausgestellt, also eigentlich war das eine schönere Grafik, dass das rechtlich irgendwie fragwürdig ist, deswegen ist leider nur eine hässliche Bullet-Point-Liste. Genau, damit wären wir am Ende des Talks angelangt. Ich habe hier noch Bildquellen. Ich werde jetzt einfach mal weiterklicken. Wer das sehen möchte, kann ja das Video an der Stelle pausieren. Genau, damit wären wir am Ende angelangt. Ich möchte ganz kurz noch zum Schluss kurz Danksagungen aussprechen. Einerseits an Michael und Paul, ich glaube, Paul ist gar nicht da, ist ja auch egal, die mich hier gefragt haben, den Talk zu halten, was mich sehr gefreut hat und mich geehrt hat. Und dafür Dankeschön an euch. Dann Dankeschön an Alina, die das hier immer alles so plant, die Werbetrommel rührt, vorbereitet etc. Ohne dich wären die Talks nur halb so gut, also Dankeschön. Und Dankeschön an Ben und Peter für die Videoproduktion. Gerade was die Reichweite betrifft, wäre der Talk, wie gesagt, auch nur halb so sinnvoll und groß. Daher Dank an euch beide. Genau, das wäre es. Und natürlich an Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu Schluss noch, bevor wir mit der Fragerunde gerne weitermachen können, wer irgendwie irgendwas noch zu mir erfahren will, da ist ein Link zu meiner Webseite. Und außerdem habe ich diesen gesamten Vortrag nochmal als Artikel quasi in textlicher Form zusammengefasst. Das Ganze finden Sie unter dem Link unten, beziehungsweise das packen wir auch in die Meetup- und Facebook-Veranstaltungen. Also wer sich danach irgendwas nochmal durchlesen möchte, das ist quasi einfach eine Zusammenfassung von dem, was ich gerade alles gesagt habe. Dankeschön. Fragen? Dankeschön. Erstmal vielen Dank, super spannender Vortrag. Ich würde gerne nochmal gleich auf die Beispiele eingehen, die du genannt hast. Ist mir jetzt nicht ganz klar, ob die beispielsweise Ladestationen und Fahrzeuge, ob die direkt auch gleich als Node eingeplant sind oder ob die Node dann auch, sage ich mal, wieder von dem Objekt, von dem Auto oder von der Ladestation weg sein kann. Wie ist dann das angedacht? Genau, da gibt es eine Sache, gute Frage erstmal, denn da gibt es eine Sache, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, weil, wie gesagt, es gibt noch tausend andere Sachen, die man jetzt ausführen könnte. Gerade was Funktionalitäten betrifft, gibt es noch vieles Zeug und speziell zu Ihrer Frage gibt es eine Funktionalität, die perfekt dafür wäre. Das sind sogenannte, das Feature heißt so Flash-Channels, gibt es auch in anderen Kryptowährungen, heißt einfach nur, ich kann quasi eine direkte 1-zu-1-Verbindung zwischen zwei Clients aufbauen, wohlgemerkt, nicht Nodes. Und während der Laufzeit, solange das offen ist, dieser Flash-Channel halt, halt Daten und IOTA da drin austauschen. Und wenn ich das schließe, wird das Gesamte, was ich halt generiert habe und ausgetauscht habe, als einzelne Transaktion dann im Tangle gespeichert. Das heißt, solange das offen ist, kann ich halt direkte Transaktionen machen und muss nicht immer durchs ganze Netzwerk erst durchgehen. Das heißt, daher der Name auch Flash-Channel ist halt deutlich schneller. Das heißt, meiner Meinung nach, dafür wäre das zum Beispiel eigentlich ein sinnvoller Einsatzzweck, weil ich viel mehr Geschwindigkeit dadurch erreiche und nicht immer auf jede Transaktion warten muss. Aber zu Ihrer Frage speziell nochmal, das ist in beiderlei Hinsicht denkbar. Also prinzipiell aber eher so, wenn wir uns überlegen, dass eigentlich beide dieser Komponenten, noch die Ladesäule deutlich mehr als das Auto, wahrscheinlich nicht die Computing-Power haben, zu sagen, dass das ein ganzer Node irgendwie ist, sondern dass halt irgendwie der Besitzer der Tankstelle dann welche betreibt oder so. Alternativ, wie gesagt, Flash-Channels wäre da ein super Einsatzzweck. Also eher nicht in den Geräten drin. Ja.
Ja, ich kann mich eben anschließen. Sehr, sehr guter Vortrag, Dankeschön. Danke. Noch eine Frage dazu, und zwar normalerweise, wenn ich jetzt an anderen Kryptowährungen teilnehmen will, dann muss ich mir diese Kryptowährungen erst einkaufen. Mhm. Hier gibt es jetzt auch die Möglichkeit, diese Nullwerte, also diese Null-Tokens oder was auch immer das ist, zu verschicken und dem halt Werte anzuhängen, was ja eben für viele Businesses interessant sein kann. Das bedeutet, wenn man jetzt nur daran interessiert ist, müsste man eigentlich auch gar keine Währung vorher einkaufen, oder? Nee, genau, richtig. Das ist genau richtig. Also wenn Sie rein theoretisch diesen Use Case haben, dass Sie irgendwie nur Ihr Business diese Datenfunktion verwendet, dann müssen Sie keinen einzigen IOTA jemals in irgendeinem Seed-Adresse halten, ja. Das macht sich beispielsweise auch dieses Modul, was ich gebaut habe, was ich kurz gezeigt hatte, zunutze. Das sendet halt ja Transaktionen über null Wert und kann damit halt umsonst verwendet werden. Hat übrigens auch eine GUI, wenn es interessiert, also kann man sich irgendwie mal anschauen, wer Interesse hat. Weitere Fragen? Da hinten? Der Herr? Ja, erst einmal schließe ich mich an. Danke für den interessanten Talk. Yes. Meine Frage war, die Nodes machen ja Snapshots, um eben ihre Größe zu reduzieren. Und es wurde gesagt, es wird nur gesnapshottet, wenn mehr als ein IOTA drin ist. Dann stelle ich mir jetzt die Frage, genau mit dem, wenn ich einen Use Case habe, der rein nur auf den 2KB, die ich noch zusätzlich drauf tun kann, wie kann ich dann sicher nachvollziehen, was ich mal quasi an Daten darüber transportiert habe, wenn meine Wallet im Snapshot nicht drin ist, auf den Nodes? Weil die wird ja irgendwann, außer vielleicht auf dem einen Masternode, den es gibt, rausfallen. Genau. Warum man sich dafür quasi entschieden hat, erstmal ganz kurz, ist natürlich, dass, aber nichtsdestotrotz, das stimmt definitiv, ist natürlich, dass wir meist, wenn wir irgendwie Daten zwischen zwei Maschinen hin und her schicken, die Dauer, die das interessant ist, relativ kurz ist. Häufig sind es irgendwie reine Statusinformationen oder sowas, das heißt, nach 5 Minuten interessiert es schon keinen mehr, das heißt, es ist auch nicht tragisch, wenn es wegfällt. Natürlich, keine Frage, gibt es vielleicht Use Cases, wo ich das nachträglich noch brauche. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder, wie gesagt, ist so ein Permanode einsetzen. Das ist eigentlich kein Master, das nur einen gäbe. Das sind auch prinzipiell mehrere. Aber natürlich, keine Frage, wird das absehbar sein, dass das eine limitierte Anzahl ist, weil ich meine, außer Riesenfirmen wird sich das wahrscheinlich keiner leisten können. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, man kann quasi bestimmte Zeiträume speichern. Also ich kann beispielsweise als Node sagen, ich will nur 1.1.17 bis 31.12.17 quasi speichern. Und das geht dann auch nicht mehr verloren und es gibt entsprechende Möglichkeiten, das quasi nachträglich zu verifizieren, dass ich nicht gefälscht habe. Das wäre eine wahrscheinlich die sinnvollste Möglichkeit. Nichtsdestotrotz ist eigentlich so, also das ist ein Hauptproblem, wenn man das als Use Case des eigenen Businesses hat, dass man eigentlich keine geschäftskritischen Daten auf jeden Fall da drin speichern sollte, weil ja, man muss damit rechnen, dass die einfach irgendwann weg sind. Also auch zum Beispiel keine Identitäten. Ja, ich weiß, dass das erwähnt wurde. Ich weiß. Gebe ich recht, kann man sich drüber streiten. Es ist ja ist auch, ich meine, ja, keine Frage. Es sind ja auch nur, das waren prototypische Ideen, so, aber definitiv. Ja, ja. Bitte. Ja, danke. Ich wollte mal fragen, ob IOTA irgendwelche Vorkehrungen getroffen hat gegen Spekulationen. Also wir haben ja selbst gesehen in den letzten paar Monaten, wie volatil Bitcoin sein kann, wenn damit spekuliert wird. Und eine Währung, die quasi so an Wert gewinnt und fällt auch wieder, ist gerade, wie die Interaktion mit Real-Life-Währungen vorgesehen ist, ist doch eigentlich ein Problem. Gibt es da irgendwelche Gedanken diesbezüglich? Es gibt Vorschläge von Personen aus der Foundation. Das ist allerdings, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber nicht klar, ob es wirklich eine Entscheidung dafür oder sowas schon gibt. Aber es gibt immer mal wieder Vorschläge, dass gesagt wird, dass das irgendwann oder dass irgendwann der Wert quasi gefixt werden soll auf irgendein anderes Gut quasi, dass es keinen Wechselkurs mehr quasi hat. Allerdings frage ich mich erstens, ob das halt überhaupt sinnvoll möglich ist und weiß nicht. Nee, aber aktuell ist es definitiv nicht irgendeiner Regulierung unterlegen. Also wir hatten auch, jetzt muss ich überlegen, wie gesagt, aktuell 2 US-Dollar. Es war auch schon mal Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auf fast 6 US-Dollar und ist halt dann wieder runtergefallen. Also eigentlich ähnliches Bild wie bei anderen Währungen. Ist eine gute Frage, aber ich meine, wenn wir uns überlegen, dass das halt, solange es live umgerechnet wird, habe ich ja nicht primär einen Nachteil davon, wenn quasi im Hintergrund eine andere Menge an IOTA, beispielsweise in dem Use Case, eine andere fließt. So, wie bitte?
wenn du an dem einen Tag quasi 1 Million IOTA gekriegt hast dafür, dass du 60 Kilowattstunden verkauft hast und zahlst am nächsten Tag 12 Millionen IOTA dafür, dass du irgendwie einen neuen Reifen kriegst oder sonst irgendwas, dann hast du eindeutig ein Problem und das ist ein Thema. Also, sorry, muss ich sagen. Nee, alles gut. Das, wie gesagt, gibt es entsprechend in die Richtung Ideen der Foundation. Ich bin mir selber nicht sicher, inwieweit das eine einzelne Mitglieder sich überlegt haben oder eine wirkliche Idee der ganzen Foundation ist. Deswegen, ja, definitiv valider Kritikpunkt. Weitere Fragen? Ja, da hinten. Sieht sich die Foundation eigentlich nur sozusagen als Plattformbetreiber und als technischer Ansprechpartner? Weil du hattest ja das mit der E-Mobility, das ist ja ganz praktisch, aber dann hattest du das Beispiel gehabt im Krankenhaus und denke ich mir so, Gesundheit und Geld und irgendwie ist das ja jetzt auch nicht ganz so schön. So nach dem Motto, drücken Sie jetzt 300 IOTA ab und dann macht der Chirurgie-Roboter dann noch nicht extra noch eine Narbe da drauf oder so. Also gibt es da irgendwie was oder ist das da, dass der Data Marketplace Everything Goes ist? Also allgemein erstmal die Foundation, wie gesagt, Non-Profit, hat irgendwie keine wirkliche Einnahmequelle, liegt aktuell von Spenden. Ändern sich vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht. Die Foundation ist auch eigentlich nur dafür da, den Quellcode beispielsweise des Wallets oder der Referenzimplementierung von den Nodes und sowas fortzuentwickeln. Prinzipiell ist das Ganze Open Source, man könnte sich auch so beteiligen, ohne Mitglied der Foundation zu sein. Also genau, die Foundation hat eigentlich nicht wirklich ist nicht wirklich dafür da oder es ist nicht das Ziel, irgendwie das zu beeinflussen. Deswegen ist es eigentlich offen, was damit zu machen und natürlich aber auch Schabernack damit zu treiben. Also klar, das Krankenhaus kann einen da irgendwie über den Tisch ziehen oder so, das wird keiner verhindern. Das ist ja ein Vor- wie ein Nachteil, dass es offen ist. Ja, ich hatte noch, ja. Ja, ich hätte noch eine Verständnisfrage. Und zwar, so wie ich das verstanden habe, wenn ich eine Transaktion mache, muss ich zwei andere bestätigen. Oder referenzieren, besser gesagt. Referenzieren. Aber wie sieht diese Referenzierung, also wie stelle ich mir das praktisch vor? Also wie kann ich quasi sagen, jawohl, du bist eine echte, du bist wahr und du bist kein Double Spend, oder? Ach so, also letztendlich gibt es da eigentlich, wenn der Coordinator mal abgeschaltet ist, eigentlich keinen wirklichen Schutz dagegen. Das Einzige, wie das halt geregelt wird, ist quasi, also da könnten wir jetzt lang drüber lang erklären. Letztendlich im Kern wird quasi, wenn wir zwei Transaktionen haben, die kollidieren quasi, weil sie irgendwie Double Spend betreiben, gewinnt einfach die Transaktion, die quasi die längere Kette an Referenzierungen auf sich hat. Das heißt, irgendwann endet eine, ich kann Ihnen da gleich nochmal eine Grafik, wenn Sie wahrscheinlich dann lieber im Anschluss zu zweit zeigen, endet quasi zwangsläufig irgendeine Transaktion im Nichts in Anführungszeichen und eine hat halt eine längere Kette an indirekten Referenzierungen und die gewinnt dann quasi diesen Double Spend. Aber prinzipiell gibt es da später mal eigentlich keine Vorkehrung dagegen. Jetzt noch speziell zu Ihrer Frage, wie sieht das aus? Wir können uns ja mal hier eine, nehmen wir mal hier eine raus. Na komm, geil. Only positive. So, kann man es lesen? Nicht wirklich. Oder? So, wir haben jetzt hier unten Parent Transactions, das heißt, das sind die beiden, die ich referenziert habe. Das sind hier die Hashes quasi dieser Transaktion, also eindeutig zuordbar. Und die haben, also diese Transaktion hier mit diesem Hash hat diese beiden referenziert. Und das wiederum sind die, die davon referenziert wurden. Wir können das auch mal hier ausklappen. Upsala, das Ganze sähe dann so in etwa aus. Das heißt, jetzt zeigen zwei von weg auf die beiden, die ich referenziere und auf mich zeigen drei drauf oder auf mich, auf diese Transaktion. In dem Fall hier halt diese Children, also die, ja, die mich quasi referenzieren. Ja. Hier war noch eine Frage. Jo, ich habe auch noch mal eine Frage. Klar. Nehmen wir mal das Szenario an, dass ich selbst ein paar von diesen Clients betreibe. Mit dem Clients oder Nodes? Also quasi, will ich Transaktionen senden oder nur jemand, der quasi das Netzwerk synchronisiert? Also, wenn wir uns nochmal von vorhin das angucken. Oh je. Ja, also ein Client, also das wären jetzt Clients, also zwei Maschinen. Mhm. Nodes wären halt, wo ist es? Komm schon. Ja. Hier an der Seite jeder einzelne Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Also, ja.
Okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt für das Falsche entscheide. Jetzt sage ich mal, ich biete ein paar Nodes an, um eine Dienstleistung flächendeckend irgendwo anzubieten. Okay. Und möchte eben auch die Möglichkeit nutzen mit diesem Value 0, dass ich eben... Sorry, das letzte habe ich nicht verstanden. Mit Value 0. Ah, genau. Mhm. Dass ich dagegen eben Daten hin und her schicken möchte über diese Technologie. Und weil ich natürlich jetzt selbst da auch Node-Power oder vielleicht auch doch Client-Power zur Verfügung stelle, möchte ich natürlich doch vermeiden, dass ich jetzt Tipps von anderen Anbietern, die da mitmischen, bearbeite, sondern ich möchte bevorzugt meine eigenen Kundendaten bedienen. Gibt es denn da Möglichkeiten oder ist das ein offener Konflikt? Prinzipiell ist das möglich, allerdings nicht empfohlen. Der Grund ist eigentlich auch relativ einfach. Ich kann an dieser Stelle hier definitiv sagen, das lässt das Protokoll per se zu, kann ich sagen, hier sind meine zwei Transaktionen, die ich referenziere und das sind irgendwelche. Das können natürlich welche sein, die ich selber getätigt habe. Das Problem ist, was dann passieren kann, ist Folgendes, wenn ich mir zwei auswählen lasse quasi von einem Node, dann wird der immer versuchen, durch diesen Random Walk zwei zu treffen, die dazu führen, dass der Tangle später, wenn er weiter wächst, möglichst linear in eine Richtung wächst. Das heißt, was passieren kann, aber nicht muss, ist, wenn ich welche nehme, die nicht durch diesen Algorithmus gefunden wurden, dass meine Transaktionen quasi in so einem Arm ausufern, wenn wir uns das nochmal vorstellen von vorhin hier. Hier, dass wir quasi uns überlegen, wir nehmen jetzt zwei, die wir halt selber gemacht haben, die wachsen vielleicht dann hier so hoch und nicht mehr linear in die Richtung, wo das eigentlich hinwachsen sollte. Das heißt, die enden dann vielleicht irgendwann im Nichts, was wiederum dazu führt, dass sie nie bestätigt werden von anderen Transaktionen. Klar, ich kann jetzt immer meine eigenen bestätigen, das würde meiner Meinung nach wahrscheinlich tendenziell funktionieren, aber verflucht. Also ja, prinzipiell wäre das möglich und könnte ich machen. Also mir verbietet oder das Protokoll verbietet mir nicht, meine eigenen zu bestätigen, das geht schon. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht tendenziell, dass das irgendwann mal in irgendeine Richtung wächst, wo es quasi weg vom Haupttangle quasi ist und nicht mehr gefunden wird. Also das heißt nicht mehr gefunden wird, es ist da, aber es nicht mehr durch diesen Tipp-Algorithmus gefunden wird. Ja, aber die Zielsetzung wäre jetzt zum Beispiel, dass man sagt, man hat jetzt in seiner Dienstleistung ein super schmales Datenformat mit weniger als 1K und möchte jetzt irgendwie nicht in Verlegenheit kommen, dass man irgendwelche riesen Datenmengen von anderen Anbietern in seinem Netzwerk rumschleift, was die Prozesse wieder runterbremst. Ja gut, was heißt riesen Datenmengen? Also maximal halt 2 Kilobyte pro Transaktion, mehr wird es per Definition nicht werden. Klar, es können Leute welche aneinander hängen, in Anführungszeichen, letztendlich, was das Ding macht, was ich gebaut habe. Aber es sind trotzdem einzelne Transaktionen. Mhm. Weiß jetzt nicht so ganz, was die Antwort sein könnte. Okay. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ja, wenn sie den Node betreiben, dann müssen zwangsläufig quasi auch ihre Transaktionen da oder andere Transaktionen dadurch schleusen. Aber die Bestätigung definitiv können sie prinzipiell so umbauen, dass sie das nur eigene Transaktionen bestätigen, referenzieren. Ja, danke. Das ist möglich. Da hinten. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Jutta wirbt ja so ein bisschen damit, dass keine Transaktionsgebühren entstehen. Aber eben wurde schon gesagt, so durch die hohen Schwankungen gegenüber Fiat ist eigentlich der typische Use Case eine Direktkonvertierung in Fiat dann. Jetzt listet CoinMarketCap aktuell 6 Exchanges, glaube ich, für Jutta. Kann gut sein, ja. Und jeder dieser Exchanges hat Transaction Fees und Withdrawal Fees. Das heißt eigentlich, nur weil ich im Jutta hin und her schicken keine Fees mehr habe, zahle ich die Fees dann ja an die aktuell sogar nur limitierten 6 Exchanges. Das heißt, ich zahle da nicht mehr an Visa, aber an die Exchanges. Also ich verschiebe das Problem doch eigentlich nur ein Stück. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen von der Foundation, irgendwie einen eigenen Exchange aufzubauen oder mit den Exchanges zu verhandeln? Oder wird Bosch dann einen Exchange stellen? Oder was ist da so die Zukunft? Das ist definitiv korrekt. Das Problem habe ich aber ja quasi bei allen Kryptowährungen. Aber keine Frage, wenn man mit wirbt, keine Transaktionsgebühren zu haben, ist das halt fraglich, keine Frage. Es sind nur Blogposts zwar, aber es gibt von der Foundation Blogposts, die quasi planen, in einer zukünftigen Version des Wallets eine Exchange einzubauen. Das ist allerdings irgendwie in ferner Zukunft, also es gibt einfach keine Deadline oder Roadmap oder irgendwas dafür, aber ja, die Idee gibt es definitiv, weil sie wahrscheinlich dasselbe befürchtet haben oder sehen. Aber wie gesagt, aktuell nicht live. Danke.
Da hinten noch vorher. Aber ja. Was sind denn die Next Steps? Was können wir erwarten für IOTA 2018, 2019? Was sind die Next Steps? Das Aktuelle, was erstmal im Raum steht, was groß an Erneuerung ist, es gibt irgendwie eine neue Wallet-Version, eine komplette Änderung, weil das Aktuelle sehr viele Probleme irgendwie hat. Das erstmal. Dann gibt es eigentlich drei verschiedene Sachen, die in gewisser Weise teilweise schon auch live sind, aber noch dazukommen sollen. Das ist einerseits, wie gesagt, einerseits der Data Marketplace, dann Flash Channels noch mehr Features bekommen und es soll eine Funktionalität geben, dass man direktes Messaging quasi betreiben kann mittels dieser Daten zwischen zwei Personen. Ansonsten, was gibt es noch? Also was aktuell noch zum Beispiel noch nicht einfach Funktionalität von einem Node ist, ist, dass ich ein Permanode sein kann. Das ist für 2018 geplant. Was noch geplant? Hoffentlich die Abschaltung des Coordinators, was ich ja genannt hatte. Ich weiß nicht, also wenn das interessiert, es gibt... Warum bin ich jetzt hier rausgegangen? Auf einer Medium-Seite... Eine Roadmap, wo noch ein paar Sachen... stimmt, viele, viele alternative Sprachen noch. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Also hier kann man sich mal noch was durchlesen, aber ja, hauptsächlich einfach mehr... Also die Referenzimplementierung beispielsweise basiert auf Java, mehr irgendwie noch andere Sprachen zu supporten. Und vor allem auch viel... Also ursprünglich die Foundation halt sehr orientiert, oder eigentlich alle Mitglieder waren halt Entwickler oder halt Mathematiker, Informatiker. Jetzt in letzter Zeit werden irgendwie viele Leute Teil davon, die halt eher eine beratende Tätigkeit und so aus der Wirtschaft eher kommen. Also ich glaube, das ist auch speziell noch Ziel, dass man mehr da Use Cases formt und sich halt connected mit Firmen, was ja schon gemacht wird, aber natürlich noch besser gemacht werden kann, mehr gemacht werden kann. Ja. Ansonsten, wie gesagt, diese Roadmap sei einem ans Herz gelegt. Ja, funktioniert gut. Nochmal zu der Frage zu den Transaktionsgebühren, weil ich es auch sehr spannend finde, also wie gerade in Abgrenzung zu allen anderen Cryptocurrencies. Mhm. Du hattest jetzt gesagt gehabt, ich wollte jetzt nochmal genau wissen, hat die IOTA Foundation verboten, dass Gebühren erhoben werden oder empfiehlt sie nur aktuell, dass keine erhoben werden? Also das sind zwei Paar Schuhe. Letztendlich schließt es an seine Frage von eben. Also klar, wenn ich die irgendwo, also wenn ich IOTA erwerben möchte, muss ich aktuell, hat er ganz recht, natürlich durch eine dieser sechs Exchanges, also Handelsplattformen durch, bei denen ich Gebühren halt habe. Das heißt, um an IOTA dran zu kommen, das ist erstmal der erste Weg, habe ich Gebühren. Das ist halt leider ein Problem, was eigentlich jede Kryptowährung irgendwie hat. Dann zum zweiten Teil der Frage quasi, oder zum der zweite Teil eigentlich der Antwort eher wahrscheinlich. Effektiv dann, wenn ich Transaktionen tätige, die haben keine Transaktionsgebühren. Das ist aber auch so vorgesehen im Protokoll, dass sie keine haben und auch nie haben werden. Also es ist keine Empfehlung der Foundation oder so, sondern einfach dadurch, dass ich, wie gesagt, was ich eben erklärt hatte, niemand anders meine Arbeit machen lasse, brauche ich auch keine Transaktionsgebühren quasi. Und das Protokoll sieht es fest so vor, dass es halt keine gibt. Ja, außer die Nodes, über die wir jetzt schon gesprochen hatten, ja? Transaktionsgebühren. Bitte? Die haben aber auch keine Transaktionsgebühren. Ja, klar, aber die müssen betrieben werden. Ach so, darum ging es. Sorry. Ja. Ich meinte einfach nur schlicht und einfach, die müssen betrieben werden, da fallen Kosten an und wer jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen Interesse daran hat, weil sein Business daran hängt, der hat eigentlich auch kein Interesse zu betreiben. Der betreibt es eigentlich auch nicht, das weil der kann schon. Auch einfach nur Client sein. Und ja, das stimmt schon. Ja, okay. Okay. Es kann unter Umständen auch ein Problem werden natürlich in der Zukunft, weil natürlich sind die auch, kann überlastet sein und dann geht es halt nicht mehr. Aber das zeigt sich mit der Zukunft wahrscheinlich. Hatten Sie noch eine Frage? Nein. Ach so, dann... Und zwar habe ich noch eine Frage zum Thema kreative Geschäftsmodelle mit IOTA. Kannst du vielleicht nochmal auf Folie 20 wechseln, bitte? Ja, natürlich. So. Folie 20. Ich habe das weckt meine kriminelle Energie. Okay. Also du sagtest, der Seed wird benutzt als Private Key, um die Adressen zu berechnen. Nee, aber also aus denen gehen die Adressen hervor, ja. Genau, und je mehr Adressen man generiert hat, desto einfacher wird es, den Private Key zu berechnen. Es wird Teile halt davon revealed quasi.
wenn ich eine Adresse als Input für eine Transaktion, also wenn wir jetzt nochmal, ich glaube, das kommt dann auf der nächsten Folie, genau, als Input verwenden, um halt irgendwo anders Geld hinzusenden, die ich vorher benutzt habe, um zu empfangen. Also quasi, ich habe da ist dann Geld drauf und ich benutze es dann im zweiten Schritt als Input, um woanders was hinzusenden. Und ich im Nachhinein daran dann nochmal was empfange quasi, dann wird das prinzipiell ja, mit der Zeit halt möglich. Also es wird nicht über die Zeit einfacher quasi, oder gibt keine Möglichkeit, den Private Key zu... Ja, ich kann ihn prinzipiell brute-forcen, aber ich meine, Die Wahrscheinlichkeit ist gegen Schade. Null. Schade. Da ist wieder mein Geschäftsmodell weg. Aber das ist halt so ein Problem, was mit diesen Einmalsignaturen halt einhergeht, dass ich halt... Ja, gut. Dann... Ja, wir können gerne natürlich auch noch so im kleinen Kreis irgendwie danach weiterreden, wenn noch irgendwie Fragen, Anmerkungen, irgendwie Interesse hat. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank für die Teilnahme, vor allem für die vielen, vielen Fragen. Und ja, vielen lieben Dank an Sie alle.